Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webinar. Ich hoffe, Sie können schon unsere Folien sehen. So, warten Sie kurz einen Moment, ich justiere mich hier noch. Genau. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer letzten Webinar-Episode in diesem Jahr und diesmal mit einem besonderen Format, denn heute gehen wir nicht nur in die Theorie, sondern gehen auch in die Praxis. Wir hatten in der Vergangenheit viel über das beschleunigte Fachkräfteverfahren gesprochen und viel über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Aber heute wollen wir wissen, wie das alles in der Praxis funktioniert. Dazu haben wir heute besondere Gäste eingeladen. Einmal Herrn Lützenkirchen, einen Arbeitgeber, und Frau Biswas, eine IT-Fachkraft, die mit dem beschleunigten Fachkräfteverfahren nach Deutschland gekommen ist. Und unseren Experten, den Sie vielleicht auch aus der Vergangenheit aus dem Webinar kennen, Herrn Dr. Rosenthal. Wir sind wirklich sehr froh, dass Sie heute mit dabei sind. Danke. Und vielleicht nutzen wir die Möglichkeit, dass Sie sich auch selber persönlich vorstellen können. Herr Lützenkirchen. Jawohl, ja, guten Morgen. Danke für die Einleitung. Ja, Oliver Lützenkirchen ist mein Name. Ich bin 32 Jahre alt, arbeite als Account Manager bei der Neuster Consulting, jetzt seit 3 Jahren und bin zuständig für unseren Standort in Frankfurt am Main und auch betreue dort eben verschiedene Kunden, die wir unterstützen, dabei eben die richtigen IT-Fachkräfte zu finden. Das einmal machen wir das auf nationaler Ebene und auch auf internationaler Ebene. Dabei arbeiten wir mit einer unserer Schwester-Companies eng zusammen, die Neuste Eastern Europe, die auch in Rumänien sitzt, und rekrutieren da eben auch Fachkräfte aus dem Ausland, um einerseits ja Projekte zu stemmen bei unseren Kunden und auch um den IT-Betrieb sozusagen am Laufen zu halten. Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. Frau Biswas, möchten Sie sich auch kurz vorstellen? Ja. Guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Pailia Biswas. Ich komme aus Indien und ich habe ungefähr 8 Jahre professionelle Erfahrung in SAP Basis Berater, als SAP Basis Berater. Und ich habe auch in Indien viele Unternehmen gearbeitet und seit einem Jahr ich bin in Deutschland und ich derzeit wohne in Heilbronn. Ja. Ja, vielen Dank. Wir sind wirklich froh, dass Sie auch heute hier dabei sind und Ihre Erfahrungen dazu teilen. Und zum Schluss haben wir Herrn Dr. Rosenthal. Möchten Sie sich auch kurz vorstellen für das Publikum? Gerne, schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Axel Rosenthal. Ich leite in Nordrhein-Westfalen die zentrale Ausländerbehörde, die zuständig ist für die Durchführung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Wir sind 2020 gegründet worden. Mit Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und haben dementsprechend jetzt seit 1,5 Jahren Erfahrungen mit der Umsetzung gemacht. Natürlich für mich jetzt nur im Großteil bezogen auf Nordrhein-Westfalen. Und ich kann jetzt schon mit Fug und Recht sagen, um das vorwegzunehmen, schon mal, ich werde es bestimmt noch öfter betonen, es funktioniert. Ja, das freut uns. Genau diese Frage wollen wir auch heute beantworten. Genau, und zu guter Letzt, mein Name ist Katharina Urbanschik. Ich bin die heutige Moderatorin, Mitte, und Projektreferentin von Make It in Germany seit mittlerweile 2 Jahren. Aber ich bin auch heute nicht alleine da. Meine Kollegin Frau Köbler ist auch dabei, die Sie auch aus anderen Webinaren wahrscheinlich als auch Expertin für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz kennen. Aber sie wird heute Ihnen ein paar technische Hinweise geben. Genau. Ja, damit wir gerade einen Ablauf des Ganzen haben, möchte ich einmal kurz bitten, wenn Sie Tonprobleme haben, können Sie gerne rechts in dem Benutzerpanel einmal unter Audio gehen und von Computer Audio zu einer anderen Einstellung wechseln, wieder zurück. Oftmals sind Tonprobleme dann schon behoben. Gerne können Sie auch hier rechts im Chat, ich habe schon eine kurze Nachricht reingeschrieben, Ihre Fragen stellen. Die werden wir zum Schluss des Ganzen stellen. Wenn aber der eine oder andere Kommentar gut passt für den Fragerunden, werde ich auch die Gelegenheit nutzen und das zwischendrin schon mal einwerfen. Also wenn Sie Ihre Erfahrungen teilen möchten, gerne nur zu. Genau, nur wir Moderatoren können den Chat sehen, also wundern Sie sich nicht, wenn Sie Ihre Frage selbst nicht oder andere Fragen nicht lesen können. Genau, wir managen das von hier aus. Wir haben auch die kurze Präsentation, die zu Beginn gestellt wird, im User-Panel zur Verfügung. Die können Sie sich als PDF
herunterladen. Und jetzt würde ich einmal gleich, wenn es losgeht, bitten, dass Sie im Chat ein kleines Plus schicken, wenn Sie uns gut hören können. Ich habe nämlich noch keine einzige Nachricht im Chat bekommen und ich möchte gerne wissen, ob Sie mich auch gut hören können oder uns. Das wäre toll. Ja, und dann wünsche ich viel Spaß und ich schalte jetzt meine Kamera aus und bin frei. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können uns jetzt auch alle ganz gut hören. Ja, bevor wir mit der Diskussion starten, möchte ich Ihnen kurz auch uns nochmal unser Angebot vorstellen, für die, die es noch nicht kennen. Was ist Make It in Germany genau? Wir sind das Portal der Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland, aber wir bieten nicht nur Informationen für Fachkräfte, sondern auch für Unternehmen in Deutschland. Die Fachkräfteseite gibt es seit Juni 2012. Nächstes Jahr feiern wir auch unser 10-jähriges Jubiläum. Und die Unternehmensseite ist etwas jünger, die gibt es seit 2017. Hier an den Screenshots sehen Sie, Sie können zwischen beiden Versionen auch immer gerne bequem wechseln. Ein besonderes Asset unserer Seite ist, dass wir auch mehrsprachig verfügbar sind. Insbesondere die Fachkräfteseite gibt es auf Englisch, Spanisch und Französisch in Vollversion. Und auch die Unternehmensseite ist in der englischen Vollversion verfügbar. Aber unsere Inhalte haben sich nicht nur im Laufe der Zeit erweitert, auch die Besucher steigen stetig. Die Fachkräfteseite zählt mittlerweile mehr als 31 Millionen Besucher seit Livegang der Seite und davon kommen mehr als 80% aus dem Ausland. Aber auch unsere Unternehmensseite braucht sich nicht zu verstecken, bald knacken wir da auch die 500.000-Marke. Unser Anspruch ist es, aktuelle Daten und Fakten zur Fachkräftezuwanderung bereitzustellen. Sie können auf unsere Informationen vertrauen, da wir diese Informationen mit den zuständigen Ressorts in den politischen Institutionen abgesprochen sind. Das heißt, Sie können immer auf uns verweisen, denn wir versuchen auch stets aktuell zu sein. Und wir bieten Ihnen auch konkrete Werkzeuge an die Hand. Wir haben Checklisten, Übersichtsgrafiken, Leitfäden, Erklärvideos, die Sie alle für Ihre Beratung nutzen können, aber auch für Ihren Rekrutierungsprozess. Können Sie sich das kostenlos herunterladen und auch hier nochmal der Verweis, die sind auch meistens mehrsprachig verfügbar. Aber wir bieten auch eine persönliche Unterstützung mit unseren Partnern an, in Form von der Hotline, Chat oder auch E-Mail. Aber eine der wichtigsten Funktionen, die unsere Seite tatsächlich haben, ist, dass wir ein Knotenpunkt in einem ganz großen Netzwerk sind. Wir haben auch eine Lotsenfunktion. Das bedeutet, da, wo wir nicht die tiefergehenden Informationen haben, verweisen wir sie an die richtigen Ansprechpartner, sodass wir sie auch stets in jedem Prozess begleiten können. Und da wir heute ja auch das Thema das beschleunigte Fachkräfteverfahren haben, möchte ich auch kurz Ihnen unsere Materialien zeigen, die wir dazu bieten. Denn das ist auch mit der Zeit seit Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes auch stetig gestiegen. Wir haben beispielsweise ein Erklärvideo zum beschleunigten Fachkräfteverfahren, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Eine grafische Darstellung des Verfahrens, hier sehen Sie auch einen Screenshot dazu. Da können Sie Schritt für Schritt nachvollziehen, wie das Verfahren grob funktioniert. Und Sie können auch auf unserer Seite die Anlagen zum Antrag herunterladen, sodass Sie damit auch weiterarbeiten können. Und falls Sie nicht wissen, wer Ihr Ansprechpartner ist, hilft Ihnen unsere Liste, die nach Bundesländern sortiert ist, um Ihren richtigen Ansprechpartner in Ihrem Bundesland zu finden. So, das war's kurz zu uns, wer Make It in Germany ist, aber wir möchten auch Sie kurz kennenlernen. Warten Sie einen Augenblick, wir haben eine kleine Umfrage vorbereitet, denn wir möchten auch gerne wissen, wer heute alles mit dabei ist. Genau, von wo kommen Sie? Aus der Beratung oder sind Sie Unternehmensvertreter oder Vertreterin? Vielleicht sind sogar einige Fachkräfte mit dabei. Da sind wir sehr gespannt. Die Hälfte hat fast schon abgestimmt. So wie ich sehe, sind es meistens die Beratung, Personaldienstleistung. Auch einige Unternehmen sind noch dabei, da freuen wir uns auch sehr. 61%. Ich warte kurz noch, bis 80% abgestimmt haben. Ja, das sieht doch sehr interessant aus. Wir freuen uns, dass Sie heute so eine bunte Truppe sind. Ich hoffe, Sie können die Ergebnisse auch sehen. 58% kommen tatsächlich aus der Beratung und 24% kommen aus dem Unternehmensbereich oder Personalbereich. Und doch, wir haben auch einige Fachkräfte dabei mit 2%. Auch wir sind froh, dass Sie heute mit dabei sind. Aber ja, ich habe Ihnen ja gesagt, wir reden auch heute über das beschleunigte Fachkräfteverfahren. Aber bevor es in die Praxis geht, möchte ich Ihnen kurz einen theoretischen Input geben, sodass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Wie funktioniert das überhaupt?
Das beschleunigte Fachkräfteverfahren wurde im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ins Leben gerufen und hat den Zweck, das Verwaltungsverfahren bis zur Visumantragstellung zu beschleunigen. Es richtet sich an Fachkräfte und Auszubildende aus Drittstaaten, die einen Arbeitsvertrag mit einem Arbeitgeber in Deutschland haben. Es ist auch dieser Arbeitgeber, der dann die Antragstellung in Deutschland durchführt. Und in dem Fall ist der Prozesskümmerer die lokale bzw. die zuständige zentrale Ausländerbehörde in Ihrer Region. Zur Durchführung des Verfahrens benötigen Sie unter anderem die Vollmacht der Fachkraft, die Kopie des Reisepasses und Angaben und Nachweise der Qualifikation. Und hier auch nochmal den Hinweis, dass Sie auch die Anlagen zur Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens auf unserer Seite herunterladen können. Es wird eine Gebühr von 411 Euro erhoben, die bei der Antragstellung in der ABH zu errichten ist. Und wenn das Verfahren erfolgreich durchlaufen ist, erhalten Sie die Vorabzustimmung zum Visum, mit der die Fachkraft im Ausland dann einen Termin zum Visumsantrag beantragen kann bei der Botschaft. Aber was genau wird beschleunigt? Wir haben einmal zwei Prozesse in Deutschland. Das ist zum einen das Anerkennungsverfahren in Deutschland, was von der ABH eingeleitet wird. Auch hier der Hinweis, dass hier die üblichen Anerkennungsgebühren an der zuständigen Stelle zu zahlen sind. Hier ist der Schuldner in der Regel die Fachkraft. Und innerhalb von 2 Monaten sollte hier auch ein Ergebnis stattfinden. Aber das hängt tatsächlich vom individuellen Fall ab. Wenn das Anerkennungsverfahren erfolgreich durchlaufen ist, also beziehungsweise eine teilweise oder vollständige Anerkennung vorliegt, leitet die ABH dann das Verfahren zur Zustimmung der BA ein. Dieses Verfahren ist gebührenfrei und hier erfolgt die Entscheidung auf jeden Fall innerhalb von einer Woche. Und wenn beide Prozesse abgeschlossen sind, erhalten Sie die Vorabzustimmung zum Visum und damit kann eine Terminvergabe im Ausland innerhalb von 3 Wochen nach Vorlage der Vorabzustimmung erfolgen. Auch hier fallen nochmal Gebühren in Höhe von 75 Euro ein. Und wenn der Antrag zum Visum vollständig eingereicht worden ist, fällt eine Entscheidung innerhalb von 3 Wochen. Hier haben wir Ihnen nochmal den Ablauf des Verfahrens visualisiert, damit Sie alles nochmal auf einen Blick sehen, welche Akteure genau an dem Verfahren beteiligt sind. Wir haben den Visumantragsteller im Ausland, der die Unterlagen an den Arbeitgeber im Inland sendet, der die Vereinbarung mit der Ausländerbehörde dann schließt und die dann die Verfahren zur Anerkennung und der Zustimmung der BA einleitet. Und ja, und dann, wenn die beiden Verfahren erfolgreich abgelaufen sind, dann die Vorabzustimmung zum Visum ausgestellt ist. Hier sehen Sie schon eine gelbe Wolke. Es kann sein, in einigen Ausländerbehörden ist es schon die Regel, dass die Vorabzustimmung auch im Ausländerzentralregister hochgeladen wird, sodass die deutsche Auslandsvertretung da Zugriff hat. Da können Sie gerne bei der Ausländerbehörde auch einfach nachfragen, ob das Verfahren ebenso stattfindet. So funktioniert es zumindest in der Theorie. So läuft es idealerweise ab. Aber wir interessieren uns ja heute dafür, ob das wirklich funktioniert hat und ob Herr Dr. Rosenthal zu Beginn recht hatte, dass es wirklich funktioniert. Bevor wir vielleicht mit der Diskussion auch anfangen, habe ich wieder eine kleine Umfrage ans Plenum. Und zwar wollen wir auch wissen, ob Sie bereits schon Erfahrungen mit dem beschleunigten Fachkräfteverfahren gesammelt haben. Sehr unterschiedlich sehe ich gerade. 50% haben schon abgestimmt. Mehrheitlich nein. Aber auch einige haben schon Erfahrungen. Da sind wir wirklich sehr gespannt. Da wird sich Frau Köbler freuen, wenn Sie da Ihre Erfahrungen haben, egal jeglicher Art, teilen können, in welchem Bereich Sie die Erfahrungen gesammelt haben. Und ich zeige Ihnen kurz auch die Ergebnisse. 58% haben mit Nein abgestimmt und 42% mit Ja. Also da sind wir auf jeden Fall gespannt. Für die, die das auch durchgeführt haben, aber auch die, die noch nicht damit zu tun hatten, würden wir gerne wissen, ob sie noch mehr Materialien benötigen oder mehr Informationen. Und vielleicht hilft Ihnen das heutige Format bei der Entscheidung auch. Aber ja, ich habe Ihnen das ja versprochen. Wir schauen uns das jetzt auch in der Praxis an. Und da freue ich mich wirklich sehr, dass wir unsere Diskutanten heute mit dabei haben. Und ja, wir würden direkt mit Herrn Lützenkirchen auch starten. Sie haben ja bereits viel Erfahrung mit Auslandsrekrutierung gemacht, auch bereits vor dem beschleunigten Fachkräfteverfahren. Wie haben Sie denn vom Verfahren erfahren und wo haben Sie sich informiert? Hat eigentlich letztes Jahr damit begonnen, dass wir einen Mitarbeiter hatten, beziehungsweise einen zukünftigen Mitarbeiter, den wir gerne bei uns in Deutschland einsetzen wollten, bei einem unserer Kundenprojekte. Und dann kamen wir ziemlich
die Covid-Krise dazwischen, sodass wir nicht genau wussten, wann wir ihn wirklich an Bord kriegen können. Dann sind sozusagen die Monate verstrichen. Wir hatten auch schon im Vorfeld einmal durch den Kontakt mit der Bundesagentur für Arbeit, die hat uns auch eben viel Informationsmaterial zur Verfügung gestellt, per E-Mail war das damals, schon von diesem beschleunigten Fachkräfteverfahren erfahren und hatten aber auch im Zuge der Covid-Krise ja die Situation, dass sie eben die Zeit ein bisschen abgelaufen ist und wir schon schauen wollten, dass wir die Fachkraft auch wirklich für uns sichern können. Denn, also ich bin ja der Meinung, man muss schon gucken, dass man irgendwie zeitnah auch jemanden aus dem Ausland in Deutschland auch einsetzen kann, damit es einen gewissen Zeitplan, eine Roadmap gibt. Das ist schon recht wichtig, dass uns auch die Fachkraft ein bisschen vielleicht auch verunsichert wird und sagt, nee, zieht vielleicht doch das Engagement in Deutschland zurück. Und dementsprechend haben wir eben nach einer Lösung gesucht, haben da mit der Bundesagentur zuerst gesprochen, dann mit der Ausländerbehörde, beziehungsweise das war ein Migrationsamt und auch mit Make It in Germany, haben es auf verschiedenen Homepages und Online-Quellen eben informiert, die das ja studiert und auch ja unseren Fall dann auch prüfen lassen. Mit der Ausländerbehörde ist es denn überhaupt möglich, dass diese Fachkraft dann auch mit uns praktisch über das beschleunigte Fachkräfteverfahren nach Deutschland kommen kann. So, ich würde sagen, wir haben eigentlich auch sehr viel persönlich gemacht, telefonisch und auch per E-Mail und haben uns auch ansonsten auch auf den Online-Seiten informiert. Genau. Ja, vielen Dank. Da erkennt man wirklich, wie wichtig es ist, dass die Informationen auch für alle verfügbar sind, dass man sich da wirklich breit informieren kann und dass auch die BA und die Ausländerbehörde da auch ein wichtiger Ansprechpartner in dem Verfahren sind. Ja, vielen Dank. Frau Biswas, IT-Fachkräfte wie Sie sind ja weltweit ja auch sehr begehrt. Was hat Sie denn bewogen, ausgerechnet nach Deutschland auszuwandern? Ja, hallo nochmal. Ja, von 2019, ich habe angefangen, Deutsch zu lernen und ich hatte einen Traum, Deutschland zu kommen und hier Job zu suchen. So, ich habe angefangen, Job beworben in Deutschland auch und auch Deutsch zu lernen. Und dann inzwischen, wir kommen in Gespräch mit Oliver und er hat mir gesagt, über beschleunigte Fachkräfteverfahren, wir haben diesen Prozess begonnen. Aber ansonsten auch, ich war mit vielen sozialen Portalen, wir haben mit Jobs in Deutschland beworben. Und ja, auch die Informationen, ich habe gesucht von www.makeitingermany.com und dann ich erhalte viele Informationen darüber und das hilft mir sehr gut. Und auch die eine Punkt, das ist sehr wichtig für mich, ist die Jobseekers-Visa und das war auch eine wichtige Punkte. Und ja, dann nach dem Gespräch mit Oliver und Neuster, ich hatte eine gute Idee oder Erfahrung mit diesem Prozess und ja, heute bin ich hier und das ist eine sehr angenehme Vorgeschichte. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch wirklich, dass es auch bei Ihnen geklappt hat und dass Sie heute hier sind. Ja, vielen Dank für Ihre Erfahrung. Wir kommen gleich nochmal auf Sie zurück. Herr Dr. Rosenthal, es ist ja schon einige Zeit vergangen seit Inkrafttreten des FIG. Wie groß ist denn die Nachfrage seit dem Verfahren? Ist es schon allen Unternehmen bekannt? Nein, sicherlich nicht. Also es ist zwar schon mittlerweile 1,5 Jahre her, das ist richtig, oder sogar ein bisschen mehr als 1,5 Jahre, aber mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen, als wir angefangen haben, weil uns die Corona-Pandemie einfach alles umgewürfelt hat, was wir uns jemals vorgenommen hatten. Und so ist auch eigentlich, glaube ich, die Problemlage in den Unternehmen ein ganz anderer Fokus gewesen, als wir es vielleicht vor 1,5 Jahren oder vor 2 Jahren gedacht hatten und auch geplant hatten. Nichtsdestotrotz haben wir nach wie vor steigende Verfahrenszahlen, und so dass wir jetzt auf 2021 gesehen, nur mal um vielleicht ganz kurz ein paar Zahlen zu nennen, mittlerweile bei gut 8.000 Beratungsgesprächen sind, die wir in den ersten 3 Quartalen durchgeführt haben. Wir haben rund 1.400 beschleunigte Fachkräfteverfahren in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Es sind noch nach wie vor rund 1.000 hier anhängig, die eben dann jetzt aufs vierte Quartal gerechnet werden. Wir erheben die Zahlen immer quartalsweise. Und so dass man von der Sicht aus schon sagen könnte, naja, das sind ja durchaus
Zahlen, wo man sagen könnte, dass auch eine hohe Nachfrage besteht. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich mit viel mehr gerechnet und es hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, dass der Bekanntheitsgrad einerseits, dass es das beschleunigte Fachkräfteverfahren gibt, bei weitem noch nicht überall angekommen ist und andererseits dann auch, jetzt wieder nur auf Nordrhein-Westfalen bezogen, dass das Vorhandensein einer dafür zuständigen eigenen Behörde bei weitem auch noch nicht sich so rumgesprochen hat, dass jeder, der sich vielleicht im Anfang mit dem Gedanken trägt, eine Fachkraft aus dem Ausland zu rekrutieren, sich von Anfang an auch direkt bei uns Beratung holen könnte. Also da müssen wir nach wie vor noch aktiver werden. Aber da sind halt die Rahmenbedingungen denkbar schwierig im Moment. Ja, das können wir auf jeden Fall festhalten. Die Corona-Pandemie hat natürlich für Unternehmen vor großen Herausforderungen gestellt. Und das beschleunigte Fachkräfteverfahren konnte natürlich auch das volle Potenzial nicht entfalten und dementsprechend ist es leider noch nicht bekannt. Da hoffen wir auf jeden Fall in Zukunft, dass es da auf jeden Fall mehr geben wird, sodass auch die Unternehmen mehr darauf aufmerksam werden, auf das Verfahren. Aber Herr Lützenkirchen hatte davon erfahren, wie haben Sie sich denn auf das Verfahren vorbereitet und wie nachvollziehbar waren die einzelnen Verfahrensschritte für Sie? Wirkte das sehr komplex zu Beginn auf Sie? Ja, also am Anfang würde ich sagen, waren auf jeden Fall noch Unsicherheiten da, weil wir einfach ja noch gar keine Erfahrung damit hatten. Und das ist immer die Frage, wenn man so einen Antrag stellt, dann ja, legt man ja irgendwie trotzdem alles auf eine Karte und dann muss man auch warten und wartet ein Ergebnis dann ab, was dann zurückkommt. Und wir wussten ja nicht, ob das dann positiv oder negativ wird. Man hat natürlich immer ein Fragezeichen, hat man da alles auch beachtet, hat man den Antrag richtig ausgefüllt. Das war auf jeden Fall so ein bisschen noch eine Zitterpartie zu Beginn. Das ist jetzt aber ganz anders. Also wir haben jetzt die Erfahrung gesammelt und es auch schon mehrfach durchgeführt, sodass wir eigentlich jetzt sagen können, ja, große Vorbereitung, das ist einfach mit der Erfahrung, ist das alles schon so vorgelegt, wir wissen, wie das funktioniert. Wir haben ansonsten beim ersten Mal, als wir das Verfahren durchgeführt haben, wie ich auch schon in der vorhergehenden Frage so ein bisschen probiert habe darzulegen, auch wirklich den Kontakt gesucht zu der Ausländerbehörde, speziell war das, und auch gefragt, ist das so richtig mit dem Antrag, sind das alle Dokumente, welche Wege müssen wir gehen? Dann hatten wir natürlich auch viele Flyer und so, die auch zur Verfügung stehen. Die haben wir auch genutzt, um das zu überprüfen, aber haben uns schon auch mehrfach abgesichert. Und haben eben auch den Kontakt gesucht im Persönlichen und haben das dann besprochen. Das ist inzwischen nicht mehr so notwendig, weil wir eben wissen, wie es funktioniert. Ich denke, wenn man das auch einmal gemacht hat, dann ist auch diese Vorbereitungszeit und die Nachvollziehbarkeit ist auch deutlich, das ist auch deutlich entspannter. So, dann kann man sich da eigentlich ganz gut drauf einstellen, dass man auch eine Zustimmung bekommt. Spannend wird es natürlich im Ausland, also wieder dann, wenn es zur Auslandsvertretung geht, das ist dann wieder so ein bisschen ein anderes Thema. Aber zumindest hat man dann den deutschen Part schon mal ganz recht schnell auch abgewickelt und ich denke mit einer recht großen Sicherheit. Wir hatten jetzt auch nie die Erfahrung gesammelt, dass wenn es in Deutschland gepasst hat, also wenn wir die Vorabzustimmung der Ausländerbehörde bekommen haben, hat es auch immer im Ausland gepasst. Also in den Auslandsvertretungen, die haben dann auch letztendlich dem Visa auch zugestimmt. So, also da waren denn die Vorbereitungen sozusagen erfolgreich und ich denke, sollte man einfach, wenn man sich unsicher ist, nochmal ins Gespräch begeben oder einfach einen Kontakt suchen und auch mal vielleicht bitten, dass vielleicht mal die Dokumente angeschaut werden, ob dann alles vollständig ist. Genau, und zur Nachvollziehbarkeit vielleicht noch, es gibt ja auch eben, habe ich vorhin gesehen, da hatten Sie auch diesen einen Flyer von Make It in Germany mit dabei, diesen One-Pager, den fand ich zum Beispiel auch sehr gut. Das finde ich auch sehr nachvollziehbar, das ist wirklich alles auch sehr gut aufgeschlüsselt, wie es funktioniert. Auch das Dokument haben wir beispielsweise dann auch unseren Fachkräften im Ausland zur Verfügung gestellt, damit die auch parallel eben darüber informiert sind, was jetzt passiert. Ne, weil die brauchen auch die Sicherheit, okay, da passiert was und ich komme jetzt auch wirklich nach Deutschland und da ist irgendwie ein spezieller Antrag, der wird für mich da gestellt als Arbeitnehmer. Das ist natürlich auch einfach wichtig für die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ne, diese Nachvollziehbarkeit der Verfahrensschritte auch wieder zu den Kandidaten hinzuspiegeln. Genau. Ja, da sagen Sie wirklich was ganz Wichtiges, dass auch die Kommunikation während des ganzen Prozesses mit der Fachkraft im Ausland auch konstant bleiben kann, sodass die Fachkraft natürlich Bescheid weiß, was gerade passiert
und auch der Arbeitgeber auch Sicherheit hat. Aber ja, wie Sie das gerade gesagt haben, lieber einmal zu viel beraten als zu wenig. Das hat auch unser Kollege vom BQ-Portal einmal in der letzten internationalen Fachkräftewoche gesagt. Und das ist auch etwas, was Sie gerne auch ins Plenum weitergeben würden. Nutzen Sie die Beratungsangebote in Ihrer Region. Es lohnt sich wirklich. Und wie Sie sehen, die Checkliste hat sich ja auch schon in der Praxis ja einmal auch erfolgreich erwiesen. Sie hatten das ja eben jetzt schon angesprochen, Herr Lützenkirchen, wie das dann im Ausland abgelaufen ist. Frau Bistewart, als Sie dann die Vorabzustimmung zum Visum erhalten haben, wie hat die Terminvergabe bei der zuständigen Botschaft dann in Indien funktioniert? Ja, hallo, danke für die Fragen. Normalerweise die Terminvorgaben nach dem einen Vertrag bekommen, wir können einen Termin buchen in die Botschaft, aber wegen Corona-Pandemie 2020, es war nicht einfach und alle Botschaften sind geschlossen und wir hatten nur eine Nummer und wir müssen da mal kontaktieren, aber in diesem Jahr, es war nicht so einfach, aber es war auch mein erstmal Erfahrungen mit beschleunigte Verkraftungsverfahren und die Dokumente, ich habe von Neuss erhalten und dann mit diesem Dokument, ich habe telefoniert und E-Mail geschrieben, dass ich bin ein Fachkraft von dieser Procedure und nach dieser E-Mail und nach dieser Anrufen, ich hatte einen Termin bekommen in einer Woche und nach dem Termin, ich habe auch eine Stempel in meinen Ausweis bekommen und dann ich kann mein Visum nach 14 Tagen von anderen, es gibt auch eine VSS, das ist für Visum in Indien, das ist eine private Unternehmen und ich habe die Visum von die VFS endlich bekommen. Aber in 2020 in anderen Instanzen habe ich gesehen, dass es war nicht einfach wegen Corona ein Visum zu erhalten und das schnell. Und ganze Zeit in dieser Prozess ist einen Monat. In einem Monat mit Termin und mit Visum. Ich habe von Mumbai Botschaft. Mumbai Botschaft ist nicht eine einfache Botschaft. Das ist sehr stark und es ist hart, es ist nicht so einfach. So, ja, das war sehr schnell und sehr einfach für mich, in dieser Situation, dieser Visum so schnell, sehr schnell zu erhalten, ja. Ja, vielen Dank, da freuen wir uns natürlich, dass es da geklappt hatte auch, weil genau das beschleunigte Fachkräfteverfahren sollte ein planbares Verfahren geben, sodass halt gerade diese langen Wartezeiten, die ja glaube ich vielen Institutionen, auch Arbeitgebern ja leider bekannt sind, eben halt vorgebeugt werden kann. Und gerade in Indien ist es wahrscheinlich, dauert es dann auch nochmal länger mitunter. Ja, schön, dass es auf jeden Fall geklappt hat innerhalb von einem Monat. Vielleicht Herr Lützenkirchen, Sie hatten ja eben angesprochen, dass Sie auch noch mal Kontakt aufnehmen mussten mit der zuständigen Botschaft. Ist das richtig? Möchten Sie dazu kurz noch was sagen? Ja, also das war halt speziell in der Covid-Krise so, dass auch die Botschaften natürlich zu hatten. Also die haben eigentlich gar keine Termine vergeben, sondern es wurde alles aufgeschoben. Und deswegen haben wir auch das beschleunigte Fachkräfteverfahren genommen, weil da Stück weit sich die Botschaften oder die Auslandsvertretung auch dazu verpflichten, Termine zu vergeben. Mhm. So, das war natürlich auch dann die Idee dahinter und auch um die Paella eben auch ein Stück weit zu entlasten, weil wir hatten auch schon Situationen, wo man da wirklich auch hinterher ruft und viel hinterher ist und die Botschaften oder Konsulate so überlastet sind, dass sie natürlich auch nicht immer detailliert auf alle Fragen eingehen und vielleicht auch nicht ganz auch das beschleunigte Fachkräfteverfahren so zuordnen konnten. Und dann haben wir halt auch mal aus Deutschland vielleicht aus Arbeitgeberseite halt auch nochmal eine E-Mail geschrieben oder mal angerufen und mal nachgefragt und da so ein bisschen auch nochmal nachgehakt. Ich habe einfach gemerkt, dass so viel los war in dieser Zeit. Das war ja letztes Jahr im Sommer. Da wusste ja niemand genau, wie es auch weitergeht. Und dann haben wir uns auch so ein Stück weit unterstützend eingeschaltet. Aber so unser Ansatz ist schon auch, dass die Fachkräfte im Ausland auch selbst den Weg gehen zu den Konsulaten und auch selbst eben die Termine dann machen. Aber wenn es halt nicht irgendwie funktioniert oder wenn es einfach zu aufwendig gerade ist, weil einfach viel los ist, dann unterstützen wir da auch.
Ja, das ist, glaube ich, gerade sehr wichtig und insbesondere der Pandemie auch ist da die Rücksprache besonders wichtig. Ich glaube, es hat sich auch vielleicht auch mit dem beschleunigten Fachkräfteverfahren gerade durch die Pandemie noch nicht so komplette Routinen eingespielt bei den zuständigen Botschaften. Deswegen muss man wahrscheinlich auch immer diesen extra Weg dann doch nochmal gehen, um auch persönlich auch Sicherheit wahrscheinlich zu haben. Ja, vielen Dank für Ihre Erfahrungen. Wir freuen uns, dass es natürlich da auch gut geklappt hat. In den Anfängen. Herr Dr. Rosenthal, wie bewerten Sie das? Welche Fehler oder Missverständnisse entstehen denn häufig beim Antrag? Sie haben ja schon einige bearbeitet. Herausforderungen da. Also der Herr Lützenkirchen hat das am Anfang eigentlich direkt schon sehr treffend beschrieben, was auch unsere Seite betroffen hat. Man wusste letzten Endes überhaupt nicht, was ist das beschleunigte Fachkräfteverfahren, wie funktioniert es und worauf lassen wir uns dabei ein? Das ging nicht nur den Arbeitgebern am Anfang so, sondern es ging auch den Behörden so, weil etwas völlig Neues geschaffen worden ist, ein Verfahren, was es zwar in der Vergangenheit in viel ausgedehnterer Form schon gab, also die normale Erwerbsmigration ist ja nichts Neues gewesen. Aber die Verfahrensschritte, die eingeleitet worden sind und auch diese Konzentrationswirkung in einzelnen Behörden, die gab es so eben noch nie. Das heißt, wir waren letzten Endes am Anfang genauso gespannt, wie funktioniert das Ganze und mussten uns genauso durchfragen an den verschiedenen Stellen, wie jetzt Herr Lützenkirchen es beschrieben hat. Nichtsdestotrotz muss ich oder kann ich eigentlich sagen, ganz vorsichtig, ehrlich, dass wir nach wie vor noch nicht so weit sind, dass ich sagen kann, es funktioniert immer in jedem Verfahren reibungslos. Dafür sind eigentlich alle Verfahren viel zu individuell, um da überhaupt irgendwelche Perspektiven sagen zu können. Wenn jetzt das Unternehmen von Herrn Lützenkirchen da durchaus positive Erfahrungen gemacht hat, dann freut mich das für die Kollegen, die Verfahren begleitet haben. Er hat aber auch gesagt, und das würde ich ganz dringend unterstreichen wollen, dass es eine Frage der Kommunikation ist. Und zwar eine sehr wechselseitige Kommunikation und eine laufende, permanente Kommunikation. Zum einen gibt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz den Arbeitgebern, also unseren Kunden als Ausländerbehörden, ja das Recht auf ständige Information. Und da sind ja teilweise auch recht deutliche Fristen gesetzt worden, innerhalb derer Informationen von der Behörde weitergegeben werden müssen. Aber wie überall im Leben ist das Miteinander reden und das Miteinander kommunizieren das A und O letzten Endes. Denn auch so können Fehler oder Missverständnisse eben schnellstmöglich ausgehebelt werden und entstehen vielleicht auch gar nicht erst, sodass wir in Nordrhein-Westfalen zumindest sehr, sehr großen Wert darauf legen und im Prinzip auch kein einziges Verfahren wirklich einleiten, bevor wir nicht vorher eine umfassende Einleitungsberatung gemacht haben. Und wir nutzen dafür eine Online-Plattform, wo die Kunden ihr Anliegen schon mal präsentieren können für uns und schon ab dem Augenblick, wo dann da der quasi die Online-Anfrage gestellt worden ist, wird bei uns eine persönliche Zuordnung zu einem Mitarbeiter hergestellt, der sich dann innerhalb kürzester Zeit bei den Fragenden meldet und eben tatsächlich die Erstberatung durchführt. Und hier legen wir besonderen Wert darauf, dass eben direkt schon am Anfang zumindest grob abgeprüft wird, ob das Verfahren, was hier im Raum steht, tatsächlich fürs beschleunigte Fachkräfteverfahren überhaupt geeignet ist. Wir können niemals eine Prognose über den Erfolg oder den Misserfolg eines Verfahrens abgeben. Natürlich steigt auch unsere Erfahrung und auch unsere Erfahrung mit der Zusammenarbeit der Auslandsvertretungen. Nichtsdestotrotz ist wirklich jeder Fall und egal, ob das Unternehmen schon 100 Fälle bei uns durchgeführt hat oder nicht, jeder Fall steht für eine individuelle Person im Ausland und es sind immer wieder ganz individuelle Probleme, die dabei auftreten, sodass ich eigentlich wirklich tatsächlich kein Mal von Anfang an sagen kann, ja klar, das ist wieder dieser Fall, der funktioniert. Was ganz oft eine Frage ist, und das möchte ich auch noch mal ganz kurz betonen, die ausländerrechtliche Vorabzustimmung ist nicht gleichbedeutend mit dem Erfolg eines Visumantrags. Die Auslandsvertretungen prüfen selber noch einmal umfassend die ausländerrechtlichen Voraussetzungen für die Einreise zur Erwerbsmigration. Da werden im Ausland auch Abfragen in bestimmten Richtungen gemacht, die wir als Ausländerbehörde in Deutschland überhaupt nicht machen. Das heißt, auch Plausibilitätsprüfungen, die im Ausland durchgeführt werden, können ganz schnell dazu führen, dass ein Verfahren, was bei uns sehr positiv durchgelaufen ist, im Ausland innerhalb kürzester Zeit in Anführungszeichen zerplatzt
und wo man dann die guten Eindrücke, die man eigentlich die ganze Zeit hatte, direkt schon wieder zunichte gemacht werden. Das ist vielleicht auch ein Hauptkritikpunkt. Herr Lützenkirchen und Frau Biswas haben es damit gerade auch schon ein bisschen so dargelegt, dass anschließende Kommunizieren, wenn man die Vorabzustimmung der Ausländerbehörde bekommen hat, diese anschließende Kommunikation mit dem Ausland oder mit wem auch immer letzten Endes, das ist eine Sache, die Ausländerbehörde letzten Endes gar nicht machen kann. Denn unsere Zuständigkeit, gesetzliche Zuständigkeit, endet mit dem Aussprechen der Vorabzustimmung. Alles, was danach kommt, dürfen wir rechtlich nicht mehr machen. Und ganz ehrlich, es ist auch richtig so, dass sich hier die Botschaften und Auslandsvertretungen von uns nicht reinreden lassen. Natürlich findet eine Kommunikation statt, innerbehördlich quasi, unter Verwaltungsträgern, die miteinander natürlich sich austauschen nach wie vor, aber eine Außenwirkung wird von uns da nicht mehr irgendwie auch nur entfaltet. Und das sind tatsächlich häufige Fragen, die dann noch auftreten, wenn es eben mit der Terminvergabe im Ausland nicht so klappt, wie es vielleicht sollte, ob wir nochmal eingreifen könnten, nochmal nachfragen könnten. Nein, wir dürfen es nicht. Wir können es nicht. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die wertvollen Einblicke auch in die Praxis. Also man erkennt auch, die Behörden waren von Herausforderungen gestellt und viele Schritte mussten sich noch etablieren. Und ja, jeder Fall ist individuell. So wie wir es zwar am Anfang schön idealtypisch dargestellt haben, individuell ist es natürlich sehr anders. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Eindrücke. Frau Köbler hat mir eben ein Zeichen gegeben, dass es wohl interessante Meldungen aus dem Chat gibt. Genau, ich wollte jetzt mal schon ein paar Beiträge vorziehen vor der Schlussrunde. Jetzt gerade kam noch eine Anmerkung, die ich nochmal einschiebe. Die Diskrepanz, die Herr Dr. Rosenthal gerade erwähnt, ist tatsächlich sehr wesentlich. Wir haben diese Erfahrung ebenfalls 100-fach gemacht. Also da kommt die Zustimmung bezüglich der Erfahrung. Dann kam eine Frage an Herrn Lützenkirchen zum Thema, wie Sie sich quasi informiert haben. Also hier kommt die direkte Frage, haben Sie auch mit den Kollegen vom IQ-Netzwerk zusammengearbeitet? Diese unterstützen Sie ebenfalls bei den Schritten des Verfahrens. Also hier eine Frage an Sie, Herr Lützenkirchen, ob Sie dieses Informationsangebot auch genutzt haben. IQ-Netzwerk, nee. Haben wir nicht. Also wir hatten aber immer, wir hatten eigentlich trotzdem an allen, also bei der Bundesagentur für Arbeit, bei Make It in Germany und bei der Ausländerbehörde eigentlich immer zwei Personen, die uns super weitergeholfen haben. Also hatten wir auch einfach viel Glück, aber ja, das stimmt. Ich meine, das regionale Angebot ist natürlich sehr unterschiedlich. Und hier an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Hinweis auf die Welcome Center, auf die IQ-Netzwerke, die eben auch und die Kammern, die auch dazu beraten. Also hier informieren Sie sich gerne in Ihrer Region, wo Sie da Beratung erhalten können. Bei Herrn Lützenkirchen war er offenbar ganz anders toll versorgt. Das ist ja auch schön zu hören. Und eine Anmerkung oder eine Frage zwischendurch. Vielleicht noch ganz kurz dazu. Entschuldigung. Also diese Welcome Center, die haben wir ja praktisch schon dann im späteren Schritt, haben wir die Seiten, die oft Online-Auftritte auch weitergeleitet an die Mitarbeiter. So, weil da sind ja auch nochmal ein paar Informationen und da können die sich auch praktisch nochmal Informationen ziehen. Das haben wir schon gemacht, aber wir haben jetzt nicht in dem ganzen Verfahren mit dem IQ-Netzwerk eben gesprochen. Super, vielen Dank. Genau, die Welcome Center sind ja für einige für die Unternehmen und viele eben auch für die Fachkräfte, die dann schon in Deutschland sind, Ansprechpartner. Eine Zwischenfrage noch an Herrn Dr. Rosenthal, die ich einfach noch gerne zwischendrin einwerfen möchte. Mal gucken, ob Sie hier etwas aus dem Nähkästchen plaudern können. Haben Sie Erfahrungen mit dem beschleunigten Verfahren in Anführungszeichen krisenbehafteteren Ländern sammeln können? Diese Definition, was damit gemeint ist, können Sie sich jetzt frei überlegen. Ja, ich habe zwar noch nicht Erfahrungen mit der ganzen Welt gemacht, aber doch mit einem sehr großen Teil der Welt. Und da sind tatsächlich auch Staaten dabei, die ich jetzt nicht unter Pandemie und Corona-Krise fassen würde, sondern tatsächlich unter humanitäre Krisen fassen würde, wo Krieg, Bürgerkrieg oder Ähnliches herrscht. Ja, diese Erfahrungen haben wir gemacht, insbesondere vor gar nicht allzu langer Zeit in Afghanistan, wo dann ein Machtwechsel im Regime stattgefunden hat und wir trotzdem vielleicht nicht ganz lege artis dann Einfluss nehmen konnten, dass trotzdem noch Visa erteilt worden sind.
auf welche Art auch immer. Da könnte ich aus dem Nähkästchen plaudern, möchte ich aber an der Stelle tatsächlich nicht. Aber es funktioniert auch dann. Das ist allerdings ganz oft abhängig dann vom persönlichen Engagement aller Beteiligten. Und was sie darunter verstehen mögen, möchte ich jetzt nicht noch weiter einbringen. Aber auch das kann funktionieren. Ja, vielen Dank. Also was wir, glaube ich, auch heute vielleicht dazu Verallgemeinerung an der Stelle. Überall, wo eine deutsche Auslandsvertretung den Dienst noch nicht aufgegeben hat, egal was für Umstände im Land herrschen, da funktioniert in der Regel auch das Verfahren noch. Es sei denn, es wird hinterher eben ein Staatsbürger dieses Staates nicht, er darf dann nicht mehr ausreisen. Da haben aber weder dann unsere Botschaft noch wir noch einen Einfluss drauf, sondern das hängt dann tatsächlich vom Regime ab. Ja, da erkennt man, wie viele Faktoren da auch wirklich zusammenspielen und wie Sie bereits ja auch gesagt haben, dass jeder Fall auch verhandelt wäre, genau auf eben diesen Gründen. Und ja, also es hängt, was ich Ihnen jetzt auch ganz gut raushören kann, es hängt auch sehr viel vom Engagement, vom Arbeitgeber, von der Fachkraft und auch von der Behörde da nochmal ab, wie dieser Fall, also wie dann das Verfahren letztendlich ausgestaltet wird. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese Eindrücke. Ich finde, das gibt wirklich mal einen wertvollen Einblick in die Praxis, wie das Verfahren funktioniert. Und jetzt so zum Abschluss, Herr Litzenkirchen, Sie haben jetzt auch das erste Mal dieses Verfahren mit Frau Bisswas dann durchgeführt, aber auch danach noch einige Verfahren durchgeführt. War Ihnen das Verfahren dann tatsächlich auch schnell genug? Und wo sehen Sie Optimierungsvorschläge als Arbeitgeber beim Verfahren? Ja, also ich würde sagen, das Verfahren war uns schnell genug. Wir machen das ja inzwischen, nutzen wir das Verfahren eigentlich auch direkt. Also wir überlegen eigentlich gar nicht mehr, ob wir es nutzen oder nicht, sondern sagen gleich, wir nutzen es. Und kalkulieren dann mal so 2,5 bis 3 Monate, bis die Fachkraft in Deutschland starten kann. Und die Zeit wird aber in der Regel eh benötigt von der Fachkraft im Ausland. Also sprich, es gibt ja auch häufig da längere Kündigungsfristen von 3 Monaten. Oder man muss natürlich auch seine ganzen Dinge im Ausland noch erledigen, bevor man nach Deutschland zieht. Nur doch familiär sicherlich einiges zu organisieren. Und dementsprechend ist es eigentlich, also passt es mit der Zeit sehr gut. Ne? Aber wir hatten jetzt so nach 4, 5, 6 Wochen eigentlich immer schon eine Entscheidung letztendlich, haben gleich nach Unterzeichnung des Arbeitsvertrages eben das beschleunigte Fachkräfteverfahren eingeleitet. Und dann ist da einfach nochmal ein Puffer, ein Zeitpuffer, der auch nochmal notwendig ist, damit sich jeder organisieren kann. Dann gibt es ja auch durch die Covid-Krise immer wieder auch Länder, die eben da auch betroffener sind und vielleicht auch als Risikoländer in Sachen Covid eingestuft werden, sodass man vielleicht auch nochmal eine Quarantänezeit oder sonstiges berücksichtigen muss, ne, der Person, die dann ankommt in Deutschland. Also deswegen so 3 Monate Puffer und das passt gut mit dem beschleunigten Fachkräfteverfahren. Als Optimierungsvorschläge, da wurde auch schon eigentlich drüber gesprochen, ist eben so die Verbindung zwischen Ausländerbehörde und den Auslandsvertretungen. Also war mir nicht bewusst, dass da die Ausländerbehörden eigentlich gar nicht wirklich rechtlich Zugriff haben oder gesetzlich. Das haben wir halt auch immer wieder gemerkt, dass wir doch da irgendwie wieder bei Null anfangen und häufig das dann auch nicht so ganz verstanden wurde. Was ist denn das beschleunigte Fachkräfteverfahren? Sondern hieß es einfach immer strikt, nee, Konsulat, Botschaft ist geschlossen. Und da musste man immer wieder mal wieder dagegen antun, ja halt, aber wir haben das und so weiter, das Dokument hier, die Vorabzustimmung. Wir haben das Recht auf einen Termin. Und das ist halt natürlich noch so ein bisschen schwierig gewesen. Also ideal wäre es, wenn die Ausländerbehörde direkt einen Termin natürlich für uns machen könnte im Anschluss, wenn da irgendwie schon so ein paar Vorschläge kämen, aber das scheint ja von der Vernetzung her nicht zu klappen. Aber das wäre natürlich so unsere Wunschvorstellung. Genau, das wäre so ein Optimierungsvorschlag. Ansonsten, genau, die Terminvergabe. Ich wollte nochmal, wie die Verbindung zwischen In- und Ausland dann doch noch kompliziert ist und wie die Kommunikation mit den Behörden da funktioniert. Aber wer weiß, genau, was sich da in Zukunft ja noch tun wird. Ja. Ich möchte kurz einen Hinweis geben, kurz ans Plenum. Wir haben im Hintergrund das Webinar tatsächlich verlängert um 20 Minuten. Wir haben das vorher mit den Referenten auch besprochen, das heißt, wir haben jetzt eigentlich gar keinen Zeitdruck. Vielleicht hatten Sie auch eine E-Mail erhalten, dass es verlängert wird. Wir hoffen natürlich, dass Sie ebenso Zeit haben, auch noch länger uns zu begleiten, da wir auch gerne uns ausreichend Zeit nehmen wollen für den Chat nachher. Nur so kurz dieser Hinweis. Aber wir wollen jetzt natürlich auch Frau Bisswas noch mal hören, denn Ihre Reise hat ja erst mal so richtig angefangen, als Sie dann das Visum erhalten haben. Wie war Ihre Ankunft in Deutschland und wie verlief der Onboarding-Prozess bei der neuen Stelle?
Ja, letztes Jahr im September, ich habe in Deutschland angekommen und mit beschleunigter Verkaufsverfahren, ich habe einen richtigen Zeitpunkt, dass mein Onboarding-Prozess ist pünktlich und ich muss da in und diese Datum sein und dann ich kann meine Anreise von Indien sehr gut planen, wie mein Ankunft in Deutschland auch. Ich war in dem Zug und ich war immer im Kontakt mit Neustar und Oliver, weil es war mein erstes Mal in Deutschland und ich hatte keine Idee mit dem Zug, mit dem Bus und etwas und er hat mir alle Portal, die bahn.de.de alles Informationen gegeben und dann kann ich meine Anreise sehr gut planen von Indien und dann ich war wichtig eine Wohnung zu finden auch dann ich war in Indien und ich habe Airbnb gesucht für erste Monat weil ich muss die Wohnung, die permanent Wohnung, ich muss da gehen und dann sehen, dann in Airbnb, das ist auch wichtig, die Vermieter muss die Wohnunggeberbestätigung, die Unterschrift geben, weil das ist sehr wichtig für meine Anmeldung in die Start und auch ich habe gefunden, einen sehr guten Mann in Heilbronn und er hat gesagt, dass ich kann die Anmeldung in Wohnunggeberbestätigung meine Unterschrift geben und das war einfach mit meiner Anmeldung in die in der Start und dann nach der Anmeldung kann ich auch meine Girokonto in die Bank öffnen und das war auch eine auch wichtig und Oliver ich war in Frankfurt und Oliver hat gekommen und mich eine SIM-Card gegeben, das war auch wichtig und sehr hilfreich für mich, das war in Deutschland eine neue SIM-Card zu haben. Und ich muss in Quarantäne bleiben für 14 Tage, weil es war Corona in 2020 und ich kann nicht in den Supermarkt gehen und einkaufen. Und da hat auch Neustar hat eine gute Kenntnisse über das und hat mir für 4 Tage, 5 Tage alles Essen auch gegeben, dass ich kann in Home bleiben in Quarantäne und dann essen. Das hilft mir auch sehr gut. Und das war eine sehr sehr guter Punkt und ja, mein erster Tag in Büro auch angenehm. Ich habe alle Hardware mit Laptop und alles mit etwas erhalten von meinem Büro und das war gut und ja, mein Deutsch war, Entschuldigung für mein Deutsch war nicht so gut, aber ja, wir haben mit Englisch und Deutsch zusammen geschäft und meine Erfahrungen in Deutschland ankommen war sehr besonders und ja, das ist sehr speziell für mich, ja. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass die Ankunft so schön war für Sie auch in Deutschland. Das liegt auch natürlich auch an Neuste, die sich da wirklich Integration jetzt nicht als etwas Selbstverständliches betrachtet haben, sondern da wirklich sehr hingekommen ist. Und das ist auch ein gutes Beispiel, denn die Fachkraft, wie zum Beispiel die Kollegen von COFA bei uns auch immer sagen, kommt ja nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Leben in Deutschland. Und ja, und das Zugsystem in Deutschland ist wie alle auch hier kompliziert, finde ich. Deswegen können wir das sehr gut nachvollziehen, dass das Start auf jeden Fall nicht so einfach war. Aber auch das war ein sehr interessanter Tipp, auch mit der Wohnungssuche, denn damit hängt sehr vieles zusammen. Und ich glaube, darüber könnte man auch fast schon ein eigenes Webinar machen über die ersten 100 Tage in Deutschland tatsächlich, was man da noch alles erledigen muss. Aber wir freuen uns wirklich, dass es bei Ihnen geklappt hat. Und vielleicht erfahren wir nachher im Chat ja auch noch dazu, wenn Sie Fragen dazu haben, wie die Integration gelaufen ist, können wir das ja auch nachher nochmal im Chat besprechen, so als Hinweis für das Plenum. Und jetzt nun Herr Dr. Rosenthal. Wie bereits gesagt, Sie haben ja schon einige Verfahren durchgeführt. Wie bewerten Sie denn diese Erfahrung des Unternehmens? Ist das ein Paradebeispiel, wie alle Verfahren laufen? Oder wie Sie auch bereits eben gesagt haben, ist das natürlich auch immer sehr individuell. Und wir haben ja auch heute einige Unternehmen dabei. Haben Sie Tipps für interessierte Unternehmen, die jetzt überlegen, das Verfahren durchzuführen? Also die Erfahrungen, die jetzt das hier anwesende Unternehmen gemacht haben, die sind offensichtlich sehr positiv. Und das hängt
meiner Meinung nach auch sehr stark damit zusammen, welche Qualifikation Frau Biswas mitbringt, denn es geht um eine IT-Fachkraft, deren Einreise im Verhältnis zu anderen Qualifikationen denkbar angenehm einfach sein kann. Wohlgemerkt sein kann, denn auch da steckt manchmal der Teufel im Detail, das will ich nicht verheimlichen, aber nichtsdestotrotz, IT-Fachkräfte haben einen besonderen Status bei der Fachkräfteeinwanderung und insofern bin ich froh, dass das sich hier bewahrheitet hat und dass die Einreise und das Verfahren offensichtlich tatsächlich recht unkompliziert verlaufen ist. Das ist bei weitem nicht immer so. Und bei anderen Professionen, Qualifikationen ist das auch nicht mal im Traum vergleichbar. Was die Hauptproblematik ganz oft ist, dass wir tatsächlich ja Mangelberufe haben in Deutschland, wo wir eine Fachkräfteeinwanderung dringend benötigen, wo aber die Hürden derart hoch sind, dass es zu ganz vielen Verfahrenabbrüchen kommt und man sich hinterher nur noch fragt, wir brauchen diese Personen hier dringendst, aber wir lassen sie selber aufgrund unserer Vorgaben nicht ins Land. Sei es, dass es an Sprachhindernissen hapert oder dass dann irgendwo doch im Ausland eine Qualifikation nicht anerkannt werden konnte, die aber dringend gebraucht wird und hier eine Nachqualifikation an irgendwelchen Sachen scheitert oder Ähnliches. Das sind manchmal wirklich Dinge, wo man sich hinterher fragt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass es daran jetzt scheitert. Aber oft ist es tatsächlich so. Und in dem Zusammenhang kann ich nur noch mal daran appellieren, dass nicht die Ausländerbehörde schuld ist letzten Endes, denn wir treffen keine eigenen Entscheidungen. Im kompletten Verfahren treffen wir letzten Endes nur dann eine eigene Entscheidung ganz am Ende, wenn alle Voraussetzungen für die Vorabzustimmung vorliegen. Und dann sagen wir entweder ja oder nein. Aber die Entscheidungen, die davor getroffen werden müssen, mit die Qualifikation wird anerkannt oder es handelt sich überhaupt um einen Beruf, der als Fachkraft durchgeht oder ähnliches, das sind alles keine Entscheidungen, die die Ausländerbehörde der Behörde trifft. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, unsere einzige und originäre Entscheidung ist, wir sagen ganz am Ende ja oder nein. Und selbst damit ist ja das Verfahren letzten Endes überhaupt nicht gewinnbringend abgeschlossen. Manchmal, wenn denn die Ausländervertretung doch noch nein sagt, obwohl wir ja gesagt haben. Es hat sich definitiv und auch hier gerade in der Schilderung von Frau Biswas gezeigt, dass die Unternehmen keinesfalls vergessen dürfen, was man zu tun hat, wenn die Fachkraft hier angekommen ist. Ich finde es persönlich furchtbar, wenn die Einreise gut funktioniert hat, die ausländischen Fachkräfte in ihrem Heimatland alles abgebrochen haben, um hier ihre Arbeitskraft anzubieten und quasi zu unserem Wohl hier tätig werden. Und dann aber von Arbeitgebern völlig alleine gelassen werden, dass man überhaupt nicht weiß, wie finde ich hier eine Wohnung, wie, wenn ich in Quarantäne muss, wie kann ich mich die ersten 14 Tage hier versorgen? Da ist mir gerade Angst und Bange geworden, als das geschildert wurde. Und es ist leider überhaupt nicht selten, dass die Arbeitgeber sich darüber keine Gedanken machen. Leider habe ich da keine Handhabe zu. Ich kann das nur und ich gebe das natürlich in jedem einzelnen Verfahren mit. Achtet auch darauf, was ist, wenn die hier sind. Da kommt ganz oft das IQ-Netzwerk übrigens zum Einsatz, weil die eben diese Integration begleiten können. Das Unternehmen hier mit Herrn Lutzenkirchen ist da offensichtlich sehr gut aufgestellt gewesen. Also das hat mich gefreut zu hören, dass das so gut organisiert war. Das ist bei weitem nicht so. Und auch hier ist dann eben ein Tipp für die hier zuhörenden Unternehmen und Beteiligten. Lassen Sie sich beraten, suchen Sie die Beratung. Wenn Sie jetzt Interesse an einem beschleunigten Fachkräfteverfahren haben oder überhaupt nur wissen können, kann ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren Ihnen überhaupt helfen bei Ihrem Problem? Fragen Sie die für Sie zuständige Auslandsbehörde. Die Ausländerbehörden, die dafür zuständig sind, die haben mittlerweile das Fachwissen. Natürlich gibt es in Deutschland welche, die haben mehr Verfahren durchgeführt. Es gibt welche, die haben weit weniger Verfahren durchgeführt, aber im Großen und Ganzen besteht dieses Verfahren jetzt seit mehr als einem Jahr, seit mehr als anderthalb Jahren und die Erfahrung ist gewachsen. Und man kann jetzt auch schon in ganz frühen Verfahrenssituationen schon einigermaßen beurteilen, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn, ein solches Verfahren zu machen. Und vor allen Dingen als Unternehmen, als unser Kunde der Ausländerbehörde, lassen Sie den Kontakt nicht abbrechen. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, bei unseren Verfahrenszahlen sind wir natürlich bemüht, den persönlichen Kontakt zu jedem einzelnen Kunden aufrechtzuerhalten, aber das ist schon fast nicht mehr leistbar letzten Endes. Wir
nehmen immer wieder Kontakt zu den Unternehmen auf, wenn Unterlagen nachgefordert werden müssen oder ähnliches. Dann fragen wir einmal nach, wir fragen zweimal nach. Wenn dann nach der letzten Nachfrage immer noch keine Reaktion vom Arbeitgeber kommt, mit Sicherheit aus guten Gründen oder sowas, sind wir gezwungen, das Verfahren zu beenden, damit es nicht hier als Karteileiche weitergeführt wird oder ähnliches. Wir machen zum Ende eines Jahres immer quasi Inventur. Und ich habe jetzt schon den Überblick darüber, dass wir zum Ende des Jahres genau aus solchen Gründen annähernd 50 bis 60 Verfahren einstellen werden, wo sich einfach die Kunden nicht mehr melden. Das mag verschiedene Gründe haben, aber es wäre natürlich schön, wenn uns die dann auch mitgeteilt werden, denn dann brauchen wir da auch kein Engagement mehr zu machen. Das können wir dann in Verfahren stecken, wo es tatsächlich sinnvoller ist. Also das vielleicht als Tipp. Informieren Sie sich, lassen Sie sich beraten, lassen Sie sich jeden Tag beraten, immer wieder beraten in Ihrem eigenen Verfahren. Das ist Ihr Verfahren. Sie haben dafür bezahlt, ganz am Anfang schon, wobei Sie gar nicht wissen, wofür bezahle ich letzten Endes, wenn sich am Ende dann doch eine negative Entscheidung ergibt. Und dann haben Sie zumindest meiner Meinung nach das Recht, uns damit zu löchern, wie ist denn der Stand meines Verfahrens und was kommt als nächstes. Dafür bin ich gerne da. Ja, vielen Dank dafür. Ich denke auch, dass der heutige Fall gezeigt hat, dass Kommunikation wirklich alles ist und die Angebote sind da und die sollen dann auch genutzt werden. Und wie gesagt, das Verfahren ist ja auch, wie Sie bereits gesagt haben, über die Erfahrungen hinauszuwachsen. Und daher sind auch solche Formate wie heute auch sehr wertvoll, weil man profitiert auch von diesem Erfahrungsaustausch. Was sagt der Arbeitgeber? Wie ist es auch für die Fachkraft? Und ja, wir haben heute schon sehr viele Themen besprochen, wofür man einzelne Webinare auch durchführen kann, wie bereits Integration ist wirklich ein wichtiges Beispiel, auch um auch Fachkräfte dauerhaft zu finden. Und auch hier vielleicht, Frau Köbler kann ja einen Link posten. Wir haben hierzu auch ein Webinar von COFA einmal durchgeführt zum Thema Integration, Sprache, welche Schritte kann man machen, um eine authentische Willkommenskultur im Unternehmen zu erleichtern und gerade auch in Zeiten der Pandemie da vielleicht der Fachkraft auch wirklich den Einstieg zu erleichtern, denn die Fachkraft kommt hier auch nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Leben. Deswegen möchte ich hier, glaube ich, das Diskussionspanel erstmal beenden. Ich bedanke mich an Herrn Litzenkirchen, an Frau Biswas und Herrn Dr. Rosenthal für diese wertvollen Einblicke, die Sie uns aus der Praxis gegeben haben. Und ich bin jetzt auch wirklich gespannt, was sich da jetzt im Chat gesammelt hat. Frau Köbler wird sich jetzt zuschalten. Genau, ich komme jetzt wieder dazu. Einiges hat sich im Chat getan. ich versuche es ein bisschen zu clustern. Es kamen zweimal Rückmeldungen zu den, ja, dass es regional teilweise doch noch relativ große Unterschiede gibt. Da ist wahrscheinlich nicht jedes Bundesland bereits so gut aufgestellt wie in dem Fall von NRW. Kommen einige rein, jetzt muss ich die Erfahrung nochmal teilen. Hier habe ich eine Mitteilung. Wir haben auch öfter die Erfahrung gemacht, dass Ausländerbehörden keinerlei Ahnung haben, dass es dieses Verfahren überhaupt gibt. Das soll natürlich nicht so sein. Und auch hier nochmal, da ist regional tatsächlich wahrscheinlich nach wie vor, sind es Unterschiede, genauso was die Durchführung des Verfahrens dann eben angeht. Ein Beitrag hier noch aus dem Norden. Leider funktioniert es nicht so gut wie in der Theorie. Die Fristen von den Behörden werden nicht eingehalten. Zum Beispiel ist für Brandenburg die BA Erfurt zuständig. Hier hakt es leider. Auch hier, denke ich, ist es wirklich von den Regionen etwas unterschiedlich, wie Sie gehört haben. In manchen Regionen sind auch die Lokalen zuständig, die lokalen Ausländerbehörden. In einigen wurde eine zentrale Behörde eingerichtet. Ich denke, hier hoffen wir auch darauf, dass sich das im Laufe, wenn das Verfahren quasi noch weiter durchgeführt wird und ein bisschen mehr Praxis gesammelt hat quasi, dass sich das da auch noch verbessert. Wenn Herr Dr. Rosenthal Sie noch dazu was sagen möchten, gerne einfach unterbrechen. Ich weiß, ich bin immer sehr im Redefluss. also gerne einfach dazu was sagen. Aber so einmal die Stimmung dazu. Aber wir haben natürlich auch eine Reihe von Fragen an unsere ReferentInnen. Und zwar beispielsweise haben wir eine Frage an den Herrn Lützenkirchen, beziehungsweise zwei. Die würde ich jetzt mal zusammenfassen. Einmal, Herr Lützenkirchen, welche Rolle spielen für Sie die Deutschsprachkenntnisse? Und ich würde die zweite direkt mitstellen.
Und zwar, wo bzw. wie platzieren Sie Ihre Stellenausschreibungen, damit Sie die Fachkräfte in Drittstaaten erreichen? Okay. Also die Deutschkenntnisse, das kommt immer ganz auf unsere Kundenprojekte an. Also ob die das fordern, ob da Deutsch Unternehmenssprache ist, wie die Teams dort aufgestellt sind. Und das ist auch immer sehr positionsabhängig. Also ich sage mal, eine Position, die ein bisschen koordinativer ist, eine Schnittstellenposition in normalen deutschen Unternehmen, ist eigentlich per se deutschsprachig oder da wird die deutsche Sprache vorausgesetzt. Aber jetzt Positionen, die vielleicht mehr in die Administration gehen oder in die Softwareentwicklung, da können wir auch gerne mal englischsprachige Kollegen einsetzen. Also es kommt eben ganz drauf an, weil wir nämlich auch in der Regel Active Sourcen. Also wir schreiben schon aus, also wir haben schon Ausschreibungen auf den gängigen Social Media Kanälen, aber wir sind eigentlich hauptsächlich Active Sourcer. Also wir haben ganze Teams von Recruitern, die suchen eben die richtigen Fachkräfte, die wir brauchen. Also mit Paelia habe ich, glaube ich, sogar selbst angeschrieben zu Beginn. Ich habe sie da entdeckt sozusagen. Wir sind ins Gespräch gekommen und haben ihr die Position vorgestellt und bei uns. Und dann sind wir eben immer weiter Schritt für Schritt bis zu dem Kunden sozusagen in Interviews gewesen. Und dann genau hat sich so der Weg ergeben. Ich würde aber schon sagen, also wenn, gerade im Falle von Paelia ist ja klar, sie hat ja auch schon in Indien das Goethe-Institut besucht und dort schon auch Deutsch gelernt. Das ist für uns natürlich ein klarer Indikator, okay, die Person möchte wirklich nach Deutschland. Das ist nicht so, ich werfe jetzt mal einen Hut mal in den Ring und gucke mal, wie ich so im Ausland ankomme und bleibe dann doch praktisch in Indien, sondern da war ganz klar, das ist ein Ziel. Sie lernt sogar extra Deutsch, also sie begeistert sich für dieses Land. Und das ist für uns dann natürlich ein Hauptgewinn, ja, kann man schon sagen. Und so hat sich auch so erfüllt. Sie ist seit über einem Jahr in Deutschland und erfolgreich und wird total in ihren Teams geschätzt. Und das, denke ich, kann man so sagen, dass wenn jemand Deutschkenntnisse mitbringt, ist es natürlich super. Aber man sollte sich trotzdem auch öffnen für englischsprachige Kandidaten. Wichtig ist es halt da, dass man im Vorfeld dann auch das Commitment, wie wir immer sagen, also im Prinzip die, wie heißt es dann auf Deutsch? Also die Begeisterung auch oder wirklich in dem Land dann auch zu arbeiten, abfragt. Ne? Also auch schaut, dass die Person sich auch in der Familie abspricht und das auch wirklich auch mal vielleicht mit der Familie auch geklärt hat. Ist denn überhaupt ein Umzug nach Deutschland denkbar? Wann wäre das denkbar? Und so, dass man so konkret wie möglich wird. So, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, vielen Dank dafür. Vielleicht darf ich dazu noch eine Anmerkung machen. Es gibt natürlich Berufsgruppen, die jetzt an der IT vorbeigehen. Und da haben wir teilweise gesetzliche Vorgaben, was die Deutschkenntnisse angeht. Bei IT sehe ich das absolut in. Jeder kann sich darunter vorstellen, dass die Fachsprache in den Bereichen möglicherweise nicht Deutsch ist. Das würde jemanden nicht wundern, sage ich mal. Aber insbesondere in anderen Berufsgruppen ist eben die Abfrage von Deutschkenntnissen essentiell. Und auch der richtige Nachweis über eben die im Ausland erworbenen Zertifikate ist obligatorisch in ganz vielen Bereichen. Und dementsprechend ist das zwar einerseits richtig, man sollte darauf achten, dass es ins Unternehmen passt, aber man darf auch hier auf keinen Fall vergessen, meiner Meinung nach, dass die Person hinterher in Deutschland lebt. Und nur mit Englischkenntnissen und überhaupt gar keinen Kenntnissen der Landessprache kann auch das schwierig werden. Also selbst wenn die berufliche Qualifikation oder der Arbeitsplatz keine Deutschkenntnisse zwingend vorsehen, tut man gut daran, sich trotzdem darauf vorzubereiten, dass man hier möglichst weit nur mit unserer Sprache kommt. Ja, danke. Ja, vielen Dank auch für den Hinweis. Ne? Also es ist auch für Sie als Arbeitgeber, nutzen Sie auch da die Beratungsangebote, Deutschkurse, es gibt auch hier im Inland Deutschkurse, worüber Sie die Fachkraft auch informieren können. Da können Sie die Fachkraft auf jeden Fall auch begleiten. Und eben kam ja die Frage, wie man die Fachkräfte im Ausland auch erreichen kann. Und vielleicht viele von denen es noch nicht wissen, Make in Germany hat auch eine Jobbörse. Vielleicht wird Frau Köbler kurz den Link dazu posten. Da haben Sie die Möglichkeit, Fachkräfte auch im Ausland zu erreichen. Wie bereits gesagt, mehr als 80% kommen aus dem Ausland. Es gibt da zwei Wege, wie Sie dort eine Stellenanzeige inserieren können. Schauen Sie sich das einfach auf der Unterseite einmal kurz an. Und sind da wirklich herzlich willkommen, da so über diesen Wege zumindest auch Ihre Fachkraft zu erreichen.
Genau, ich freue mich, dass es hier läuft wie am Schnürchen, denn meine Folgefragen wären gewesen, wir werden immer wieder konfrontiert mit dem benötigten Sprachniveau. Uns ist nicht klar, ob und wenn ja, welches Sprachniveau tatsächlich wirklich benötigt wird. Ich glaube, hier hat Herr Dr. Rosenthal schon viele wertvolle Hinweise mitgegeben. Ansonsten können Sie auch gerne auf Make it in Germany in der Visum-Rubrik, den Link kann ich gleich auch noch einmal in den Chat stellen. Hier stehen die rechtlichen Anforderungen für verschiedene Aufenthaltstitel, aber hier muss man eben auch sich einfach ein bisschen tiefer informieren, beispielsweise der Unterschied zwischen reglementierten oder nicht reglementierten Berufen. Also hier kommt es, wie Herr Dr. Rosenthal gesagt hat, auf die Branche teilweise auch an. Herr Dr. Rosenthal, ich glaube, jetzt graben wir mal ein bisschen in Ihrem Erfahrungsschatz. Was sind die häufigsten Berufsgruppen, die ein beschleunigtes Verfahren beantragen? Und direkt noch eine zweite mit dazu. Frage an Herrn Rosenthal. Gibt es schon Erfahrungen beim beschleunigten Verfahren, speziell bei Handwerkern wie Fliesenleger, Zimmerer und so weiter? Diese werden ja auch dringend gebraucht. Also, bin frei. Also der mit Abstand am meisten bei uns durchlaufende Beruf oder Berufsfeld ist der Gesundheitskranken- und Altenpflege. Das ist nicht weiter verwunderlich, aber das ist leider auch ein Berufsfeld, das die mit höchsten Voraussetzungen überhaupt hat, um die ausländische Qualifikation anzuerkennen. Insbesondere auch hier die Sprachkenntnisse. Und die werden sehr, sehr ernst genommen, auch im Ausland bei der Auslandsvertretung. Jemand, der nicht wenigstens eine B1-Deutschkenntnis nachweisen kann oder sogar auch B2 schon direkt bei der Botschaft, der braucht letzten Endes das Verfahren gar nicht anzustrengen. Da gibt es leider keine Alternativen zu. Und bei Deutschkenntnissen als Nachqualifikation im Inland sehen die Auslandsvertretungen gar nicht gerne hin, letzten Endes. Also das sind zum Beispiel Anforderungen, die unglaublich hoch sind. Man kann sich gute Gründe dafür vorstellen, warum die hoch sind, diese Anforderungen. Da wird sich in Zukunft auch nichts dran ändern, da bin ich mir sicher, außer vielleicht, was die Möglichkeiten der Nachqualifikation in Deutschland angehen. Das mag sein, aber da ist bisher absolut nichts in Sicht aus meiner Sicht. Dann ging die Frage noch weiter hinsichtlich von Handwerksberufen. Ja, die werden gar nicht mal so selten nachgefragt bei uns. Wir haben zum Beispiel in 2021 bisher ich gucke parallel hier auf eine Excel-Tabelle und versuche mal ganz schnell so im Kopf zu überschlagen, was die Zahlen da so hergeben. Also ich würde sagen, von den Verfahren, die wir bisher in den ersten drei Quartalen abgebildet haben, ist so der Handwerksberuf und darunter fasse ich dann aber auch noch ein bisschen mehr als nur den Maurer oder Ähnliches, ist schon die zweite Säule unserer Tätigkeit, würde ich sagen. Und gut, wir haben in Nordrhein-Westfalen jetzt eine Besonderheit seit dem Sommer. Wir sind vom Bund ja dazu ermächtigt worden, Handwerksberuf zum Wiederaufbau in den Flutkatastrophengebieten sehr schnell und unkompliziert einreisen zu lassen. Da gibt es Absprachen zwischen Bundesinnenministerium, Auswärtigen Amt und den Landesregierungen. Und insofern ist das jetzt vielleicht nicht bundesweit tatsächlich signalgebend, aber gerade in den Bereichen werden Handwerksberufe natürlich im Moment extrem hoch nachgefragt und da ist die Einreise im Moment auch relativ einfach. Ja. Ansonsten aber auch in den Bereichen immer abhängig davon, was für ein Beruf ist es. Und auch da hilft tatsächlich die Rückfrage in der Behörde, um dann eben bei der Berufsbezeichnung auch tatsächlich das zu bekommen, was man hinterher dann auch im Arbeitsvertrag als geforderte Tätigkeit haben möchte. Vielen Dank. Ich gehe mal schnell weiter. Es sind einige Fragen noch im Chat. Und ich hoffe, wir können noch einige davon beantworten. Diese richtet sich auch an Herrn Dr. Rosenthal. Es heißt, die Fachkraft sollte die Gebühr bezahlen. Aber wie soll das gehen, wenn sie zum Beispiel im Iran wohnt? Im Iran kann man kein Geld ins Ausland bezahlen. Also vielleicht generell eine Frage zu der Kostenübernahme und Finanzierung des Verfahrens. Da bin ich jetzt eher Behördenmitarbeiter und würde sagen, naja, es ist eine Verfahrensgebühr, die geschuldet wird. Das ist eine gesetzliche Gebühr, an deren Höhe nicht diskutiert und gefeilscht werden kann. Und die Frage zielt ja letzten Endes auch so ein bisschen darauf ab, wer ist Kostenschuldner? Kostenschuldner ist letzten Endes die ausländische Fachkraft.
da die deutsche Verwaltung aber nicht im, also im, jetzt wirklich im, im Worst Case, nicht im Ausland vollstreckt, übertragen wir diese Kostenschuld letzten Endes auf unseren Kunden, also den deutschen Arbeitgeber, der natürlich im Innenverhältnis handeln kann, wie er das für richtig hält. Ob er das jetzt als Investition in eine Fachkraft ansieht oder ob er sich das dann von der eingereisten Fachkraft refinanzieren lässt, da mische ich mich ganz bestimmt nicht ein. Unseren Kostenbescheid bekommt jedenfalls unser Kunde und da drin steht aber auch, dass er eigentlich nicht Kostenschuldner ist. Allerdings machen wir auch gar nicht weiter, wenn er nicht erst bezahlt hat. Okay. Das ist eine kurze, klare Antwort. Mhm. Vielen Dank. Ich habe hier einen kleinen Sachverhalt, den ich gerne schildern möchte. Ich glaube, der ist ganz interessant. Jemand aus einem Drittstaat ist 2019 mit der teilweise Gleichwertigkeit und Arbeitsvertrag über 16D nach Deutschland eingereist. Er hat in der vorgegebenen Frist die volle Gleichwertigkeit nicht erreicht und musste im Juni 21 Deutschland verlassen. Frage: Kann er mit dem gleichen Bescheid der teilweisen Gleichwertigkeit bei dem gleichen Arbeitgeber nun über das beschleunigte Verfahren 81a abermals nach Deutschland einreisen, falls man es so mit den Informationen beantworten kann? Es ist ein sehr konkreter Einzelfall, den ich dann lieber bilateral tatsächlich klären würde. Aber grundsätzlich eine Ausreise von einem Voraufenthalt kann ja auch legal beendet worden. Also ein Voraufenthalt kann ja auch legal beendet worden sein, aus welchen Gründen auch immer. Das hindert nicht an einer Wiedereinreise im Normalfall. Und wenn man schon einen Defizitbescheid hat, der nicht irgendwie zeitlich befristet ist in der Gültigkeit, und hier wäre jetzt tatsächlich die Detailfrage, dann kann man den auch noch weiter nutzen. Aber das ist tatsächlich jetzt eine Frage, die ich so nicht beantworten kann, so allgemein. Also wie ich es verstehe, werden auf Defizitbescheiden manchmal eine befristete Gültigkeit ausgestellt und manchmal auch weniger oder verschiedene Fristen. Stimmt, verstehe ich das richtig? Naja, überlegen Sie sich ein Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Pflegekraft geht oder sowas, die hier möglicherweise eine Fachprüfung nicht bestanden hat und dann ausreisen musste und im Ausland in diesem Bereich überhaupt nicht mehr tätig war und auch nichts weiter dazu gemacht hat, aber jetzt 2 Jahre gewartet hat, um das beschleunigte Fachkräfteverfahren zu durchlaufen. Da hätte ich arge Probleme in der Nachvollziehbarkeit, dass die Kenntnisse nach wie vor so gut sind, dass ich diesen Defizitbescheid so tatsächlich wieder ausstellen würde oder nicht noch weitere Nachqualifizierungen jetzt dann doch erfordern. Sind. Das müsste in einer Einzelfallbewertung geguckt werden von der tatsächlich zuständigen Stelle. Das vielleicht nur als Beispiel. Da könnte man ja vielleicht auch dem Fragenden oder der Fragenden raten, über die Hotline Leben und Arbeiten in Deutschland die ZSBA zu kontaktieren und hier den Bescheid mal sichten zu lassen. Die Kolleginnen und Kollegen können Ihnen da bestimmt weiterhelfen. Ich habe eine weitere Anmerkung. Als Unternehmen aus der Pflegebranche würden wir uns über eine Vereinfachung oder Vereinheitlichung bei der Anerkennung der Qualifikation der ausländischen Arbeitskraft wünschen. Vielleicht ist dies der nächste Beschleuniger, um auch in diesem Bereich Erfolgsmeldungen verkünden zu können. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich denke, das wäre auf jeden Fall schön und wünschenswert. Ja, ich will mal sehen, Bereich generell jetzt noch tun wird, dass wir in einem nächsten Jahr um diese Zeit vielleicht ein Webinar dann abhalten werden. Genau. Ich habe noch eine Frage an Herrn Dr. Rosenthal. Das war klar, dass der Expertenstatus in der Runde ausgenutzt wird. Was sind aus Ihrer Sicht die meisten Gründe für eine Ablehnung von Seiten der Ausländerbehörde bzw. im Rahmen des Verfahrens? Also seitens der Ausländerbehörde sollte es nach einer umfassenden Vorberatung eigentlich nicht mehr zu einer Ablehnung im laufenden Verfahren kommen. Zumindest nicht, wenn nicht Entscheidungen eingeholt werden müssen, zum Beispiel eben von der Anerkennungsstelle von ausländischen Qualifikationen, was wir nicht überblicken können. Wir können nur sagen, ja, wir müssen hier die ausländische Qualifikation anerkennen lassen. Welches Ergebnis das haben wird, können wir überhaupt nicht vorhersehen und auch nicht beeinflussen letzten Endes. Also das ist mit ein Hauptgrund bei dann negativen Ausgang von beschleunigten Fachkräfteverfahren. Was wir weiter nicht beeinflussen können und was wir auch
nicht einmal mit Erfahrung oder im Ansatz überblicken können. Bei der Berufsqualifikation wächst natürlich die Erfahrung mittlerweile auch. Aber was wir überhaupt nicht beurteilen können und auch überhaupt nicht beeinflussen können, ist die Entscheidung der Botschaft. Wir sehen zum Beispiel nicht, ob es irgendwelche ausländerrechtlichen Bedenken gibt, dass eine konkrete Person wieder ins Bundesgebiet einreist, ob es da irgendwelche rechtlichen Vorbehalte gibt oder sowas. Das sehen wir nicht, das prüfen wir nicht ab, das dürfen wir überhaupt nicht abprüfen. Da machen die Botschaftenprüfungen, die wir auch gar nicht genau wissen, was sie alles sich angucken. Die Botschaften machen eine sehr genaue Plausibilitätsprüfung, ob das Gesamtpaket passt. Und hier spielen vor allen Dingen auch die Motivation der Fachkraft eine sehr, sehr große Rolle, dass abgefragt wird eben in diesen Termin zur Visumantragsstellung, warum denn ausgerechnet jetzt dieser Beruf gewählt werden soll und warum in Deutschland und was ist die Motivation, nach Deutschland einreisen zu wollen und Ähnliches. Und es ist erstaunlich, aber es ist tatsächlich so, an dieser Hürde scheitern viele Verfahren. Und das ist aus meiner Sicht mangelnde Vorbereitung letzten Endes, ein Zeichen dafür, dass der Arbeitgeber sagt, ja, kann ich brauchen, wäre super, wenn die Person für mich arbeitet, aber ich möchte möglichst wenig damit zu tun haben letzten Endes, was vertretbar ist, klar, das ist gar keine Frage, die rechtliche Arbeit übernehmen wir auch, die dahinter steht, aber wenn ich dann der Person im Ausland noch nicht mal konkret sage, was dann ihre Aufgabe hier in dem Firma ist oder Ähnliches, dann sagt die Botschaft eben, nee, also das passt nicht zusammen. Letzten Endes. Und das sind aber leider Faktoren, wo wir letzten Endes keinen Einfluss drauf haben, den wir auch bei der noch besten Beratung überhaupt nicht überblicken können. Und daran scheitern letzten Endes dann die Verfahren auch. Okay, vielen Dank. Ich habe eine Anmerkung, die ganz interessant ist zum Thema Defizitbescheide. Die Bescheide der Handwerkskammern sind in der Regelzeit nicht zeitlich befristet. Das ist ja vielleicht auch ganz spannend für die ein oder andere teilnehmende Person. Hier eine Frage, ob wie sie reagieren soll. Beispielsweise von unserer Ausländerbehörde habe ich folgende Aussage erhalten. Wir empfehlen das Verfahren grundsätzlich nicht, da es aus unserer Erfahrung nicht viel schneller geht. Wie soll das Unternehmen mit dieser Aussage umgehen? Das kommt drauf an, was für Fachkräfte das sind. Wenn es tatsächlich zum Beispiel eine sehr gut qualifizierte IT-Fachkraft ist oder sowas, würde ich auch tatsächlich sagen, dafür brauche ich kein beschleunigtes Verfahren, weil diese Fachkräfte so unkompliziert einreisen können, dass es möglicherweise wirklich erstens nicht schneller geht und zweitens auch sonst keine Vorteile bringt. Vorteile bringt das beschleunigte Verfahren immer in den Bereichen, wo noch Qualifikationen anerkannt werden müssen, weil dafür die Fristen einfach eigentlich verkürzt werden oder wo Zustimmungen anderer Behörden noch eingeholt werden müssen, Berufsausübungserlaubnis eingeholt werden müssen, Zustimmungen der BA eingeholt werden müssen oder Ähnliches. Wer sich darüber nicht von Behörde zu Behörde laufen will, der kann als Verfahrenskoordinator das beschleunigte Fachkräfteverfahren nutzen. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel die große blaue Karte EU beantragen kann, weil er eben diese Qualifikationen und Voraussetzungen erfüllt, dafür muss ich keine 411 Euro für ein Verwaltungsverfahren bezahlen, das ich überhaupt nicht brauche. Da muss ich ehrlich sein und das sehe ich auch als zwingenden Inhalt einer Beratung der Behörde an, dass ich sage, naja, also eigentlich brauchen Sie es nicht. Mhm. Ja, wunderbar. Gleich mal zum Antrag. Gerne kurz was dazu sagen. Wir machen ja das, also wir benutzen ja das beschleunigte Fachkräfteverfahren. Es geht bei uns eigentlich nicht darum, dass wir uns die Behördengänge in Deutschland ersparen wollen, so, sondern in erster Linie, dass wir halt den Termin praktisch in der Auslandsvertretung gesichert bekommen. So, das ist bei uns wirklich das Brenzlige. Deswegen machen wir das, weil wir landen auch oft in dem Bereich der großen blauen Karte EU und dementsprechend wollen wir aber diesen Nachzüglertermin im Ausland eben gesichert haben. So, das ist unsere Motivation. Ja, kann ich bestätigen. Das ist ganz oft ein Fall, wo wir dann sagen, naja, für diese 411 Euro kaufen Sie sich letzten Endes einen frühen Botschaftstermin.
Dafür lohnt es sich dann je nach Unternehmen. Das muss der Unternehmer selber entscheiden, ob es einem das wert ist, dass man eben den Termin in der Botschaft oder das Visum, die Visumentscheidung nach 6 Wochen hat oder nicht, ob es das 411 € wert ist. Und das wäre dann tatsächlich ein plausibler Grund zu sagen, ich mache es trotzdem. Das Verfahren ist für uns dankbar. Als Behörde kann ich das letzten Endes durchwinken und erteile die Vorabzustimmung und die Person kann im Ausland den Termin buchen. Das geht rasend schnell. Solche Verfahren haben wir innerhalb einer Woche durch letzten Endes. Und wenn das dann der Preis ist, für 411 € den schnellen Botschaftstermin zu kaufen, warum nicht? Hm. Ja. Auf jeden Fall, es gibt in Unternehmen ja auch wirklich diese Planbarkeit, denn die Fachkraft sollte so schnell wie möglich da sein und es gibt diese Planungssicherheit, dass man eben nicht irgendwie ein Jahr, sondern es ist auch oft leider in der Praxis, halt auch einen Botschaftstermin alleine warten muss. Deswegen, das Verfahren bietet wirklich dann tatsächlich auf vielen Ebenen viele Vorteile. Und es gibt ja, meine ich ja auch langfristige Vorteile, ne? Also dass eine schnellere, dauerhafte Aufenthaltserlaubnis möglich ist oder es ist nicht auch ein bisschen verkürzt, meine ich. Das ist noch auch, ich sag mal, so ein schönes, ist natürlich auch toll, wenn man das noch dem Arbeitnehmer bieten kann, ne? Dass er dann noch mal einen Vorteil von hat. So. Ich mache mal weiter. Ich denke, wir machen noch so 2, 3 Fragen. Es sind noch sehr, sehr viele Leute da. Das ist sehr schön. und zwar, da bin ich jetzt tatsächlich sehr gespannt. Inzwischen ist ja die Gütesiegel-Zertifizierung angelaufen. Hierbei gehen alle Dokumente nicht mehr zu den Regierungen respektive Ausländerbehörde direkt, sondern zur DEFA. Wahrscheinlich nur in bestimmten Berufsbranchen, wenn ich das richtig verstehe. Wir, Talent Solution, haben die Zertifizierung bereits gestartet und sind gespannt, wie die Zusammenarbeit mit der DEFA klappt. Haben die Sprecher da auch schon Erfahrung? Ich bin der Meinung, es handelt sich um den Pflegebereich, Herr Dr. Rosenthal, Sie. Es muss ein medizinischer oder ein Pflegebereich sein, sonst ist die DEFA nicht zuständig. Dieses Gespanntsein teile ich sehr, das muss man tatsächlich sagen. Nein, aber es ist letzten Endes ein positives Gespanntsein, weil es der Vereinfachung des Verfahrens dienen wird, letzten Endes. Das dient der Verfahrenssicherheit auch auf Seiten der DEFA. Es beschleunigt aber nicht das beschleunigte Verfahren. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Es vereinfacht letzten Endes die Frage, ob die im Ausland erworbenen Kenntnisse oder denn eben tatsächlich auch das Institut, das diese Zertifizierung erworben hat, da brauche ich nicht mehr zu prüfen. Sagen wir es mal so, wenn dieses Zertifikat erteilt worden ist, brauche ich nicht mehr die Hintergründe zu prüfen, was natürlich die Bearbeitung vereinfacht letzten Endes. Die Hintergründe, die dahinter stehen, überhaupt, dass Zertifizierungen erforderlich wurden, die sind so mannigfach wie das Leben selbst. Und nichtsdestotrotz wird im Anschluss trotzdem von der DEFA auch das beschleunigte Verfahren durchgeführt, dann bei der zuständigen Auslandsbehörde, um welchen Bundesland auch immer. Also es erspart nicht den Behördengang zu uns. Ja. Vielen Dank. Da gibt es auf jeden Fall viele Weiterentwicklungsschritte. Ja, genau. Ich habe noch eine Frage zu den Sprachkenntnissen. Können die Zertifikate für die deutsche Sprache bei einem beschleunigten Verfahren in Deutschland erbracht werden oder muss es trotzdem im Heimatland geschehen? Grundsätzlich im Heimatland. Durch die Pandemie sind Ausnahmen möglich gewesen. Diese Ausnahmen, dass aufgrund fehlender Möglichkeiten im Ausland Sprachprüfungen oder Sprachkurse zu belegen, diese Ausnahmen gibt es im Moment nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob es die wieder geben wird, aber grundsätzlich sind die Sprachkenntnisse zu dem, also im absolut wesentlichen Umfang schon im Ausland zu erwerben. Wenn hier im Inland noch Sprachkenntnisse aufgebaut werden müssen, also auf einem bestehenden Stamm schon aufgebaut werden müssen, meinetwegen jetzt von A2 nach B1 oder von B1 nach B2 oder ähnliches, dann ist das in Ausnahmefällen durchaus denkbar, wenn qualifizierte Pläne dafür bestehen, wie, in welchem zeitlichen Umfang und bei welchem Institut und überhaupt denkbar sind. Und auch da hat das letzte Wort die Botschaft. Wenn die das akzeptiert, dann kann das funktionieren. Unsere Beratung geht auf jeden Fall in erster Linie dahin, zu sagen, so viele Sprachkenntnisse wie überhaupt nur möglich, am besten alles, was erforderlich ist, im Ausland erwerben. Ansonsten tun wir uns nämlich sehr, sehr schwer damit, das Verfahren hier durchzuführen, weil wir nicht prognostizieren können, ob es erfolgreich bleibt am Ende oder nicht.
Herzlichen Dank. Ich habe noch eine Frage, die sich, glaube ich, auf die zu dem Zeitpunkt kam, als wir die Kommunikation zwischen Ausländerbehörde und Botschaft besprochen haben. Denn hier kam eine Rückfrage zu der Vereinbarung bzw. dem Vertrag, den der Arbeitgeber und die Ausländerbehörde schließen und dann eben diese Rolle des Prozesskümmerers einnimmt. Und hier quasi dann die Frage, warum denn da die Kommunikation nicht Teil dieser Vereinbarung ist. Das kommt ja darauf an, welche Kommunikation man da jetzt meint letzten Endes. Die Kommunikation während des laufenden Verfahrens, also des beschleunigten Fachkräfteverfahrens, ist natürlich Teil der Vereinbarung. Und damit den Botschaften zu kommunizieren, ist unser tägliches Brot letzten Endes. Wo die Kommunikation aber abrupt mit Außenwirkung gegenüber den ehemaligen Kunden abbricht, ist in dem Zeitpunkt, wo ich die Vorabzustimmung erklärt habe. Wenn dann noch Kommunikation innerbehördlich, also innerverwaltungsbehördlich stattfindet, zum Beispiel zwischen Botschaft und Ausländerbehörde, dann hat die keine Außenwirkung mehr. Egal welches Ergebnis dabei rauskommt. Und worüber dann da auch noch Rücksprache gehalten wird oder sowas, darüber bin ich nicht mehr auskunftsberechtigt. Aber okay. Was im laufenden Verfahren alles besprochen wird, das ist, soll so transparent sein, dass der Arbeitgeber, also mein Kunde, genau im Bild ist. Vielen Dank für diese Klarstellung. Ich habe noch eine Frage. Ich glaube, wir werden die und vielleicht noch eine nehmen und dann zum Ende kommen. Es sind noch einige Fragen zu der individuellen Voraussetzung der Aufenthaltstitel verschiedener Arbeitsvisa. Hier würde ich gerne nochmal Werbung für unsere Webseite machen. Hier finden Sie die Voraussetzungen für die einzelnen Aufenthaltstitel und auch Verweise zu Informationen zur Anerkennung etc. Also klicken Sie sich hier gerne mal auf der Webseite durch. Die Informationen sind alle gesichert sozusagen, also da können Sie sich drauf verlassen. Aber noch einmal zum Verfahren. Und zwar, finden Sie das beschleunigte Verfahren auch für Promovierende sinnvoll? Ich habe es akustisch jetzt nicht mitbekommen. Für wen soll ich es sinnvoll finden? Für Promovierende. Das kommt darauf an, welchen Qualifikationsstand der Promovierende schon hat. Wenn er als Promotionsstudent kommen möchte, bin ich nicht zuständig. Wenn er als Fachkraft kommt, die hier noch eine Promotion anschließen möchte, dann ist die Promotion nicht der Einreisegrund für mich. Also das ist wirklich absolut einzelfallabhängig. Und die Promotion an sich ist nur unter wenigen Voraussetzungen überhaupt denkbar, im beschleunigten Verfahren durchzuführen. Vielen Dank. Ich habe hier noch eine Anmerkung zum Defizitbescheid für Pflege. Hier wird gesagt, er ist auf 18 Monate befristet. Also ich denke mal, hier ist es sehr sinnvoll, wenn Sie sich in Ihrer jeweiligen Branche nochmal bei der beratenden Institution erkundigen. Und hier habe ich noch einmal eine Frage. Zu IT-Fachkräften, es tut mir leid, der Chat ist sehr klein, bekommen IT-Fachkräfte entsprechend der Definition im Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine schriftliche Anerkennung als IT-Fachkraft? Hintergrund, eine bereits in Deutschland lebende Person möchte sich nach diesen Maßgaben als IT-Fachkraft anerkennen lassen. Geht das? Es bezieht sich natürlich eher auf vielleicht auch ein bisschen außerhalb des Verfahrens, aber vielleicht können Sie, Herr Rosenthal, trotzdem was dazu sagen. Also zu dem konkreten Fall jetzt als allererstes mal, wenn die Person schon in Deutschland ist, ist kein beschleunigtes Fachkräfteverfahren denkbar oder ähnliches, weil wir einfach die örtliche Zuständigkeit nicht haben. Aber ich glaube, das war auch gar nicht Kern der Frage letzten Endes. Eine Anerkennung als IT-Fachkraft kann ich ja nur dann haben, wenn ich tatsächlich auch eine dahinterstehende Ausbildung oder Qualifikation habe. Wenn die Tatsache der IT-Fachkraft darauf beruht, dass ich einschlägige Berufserfahrung über 5 Jahre in 7 Jahren habe oder ähnliches, was soll ich da anerkennen, ganz ehrlich? Ich kann die Qualität der Tätigkeit, das prüft die Bundesagentur für Arbeit, ob das tatsächlich den Vorkenntnissen entspricht, die
als Maßstab angesetzt werden, wenn ich eine klassische Ausbildung oder ein Studium tatsächlich dahinter stehen habe und deshalb als IT-Fachkraft gelte, dann kann ich das selbstverständlich hier als gleichwertig anerkennen, also versuchen, das als gleichwertig anerkennen lassen. Aber wenn es eben nur auf einer Vorerfahrung beruht, einer jahrelangen Berufserfahrung, die letzten Endes aber in keiner tatsächlichen beruflichen Qualifikation tatsächlicher Art einer Ausbildung oder eines Studiums beruht, dann habe ich es, was ich anerkennen kann. Ich kann nur sagen, ja, du hast Berufserfahrung und die akzeptiere ich als Kenntnis als IT-Fachkraft. Aber ich habe nichts, was ich tatsächlich anerkennen kann. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Da sieht man, es ist ein Fass ohne Boden auf jeden Fall, was die Komplexität dahinter angeht. Ich glaube, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Frage. Das würde ich aber dann in dem Fall, wenn die Person sowieso schon in Deutschland ist, mal die Bundesagentur ansprechen. Ja, ja. Vielen Dank auf jeden Fall noch für diesen Hinweis. Wir würden den Chat jetzt erstmal leider schließen müssen. Falls Sie im Nachgang noch Fragen haben, können Sie sich auf jeden Fall gerne nochmal an die Kontaktmöglichkeiten bei Make it a Germany wenden. Und dieses Webinar wird übrigens auch wieder auf YouTube wahrscheinlich hochgeladen. Wir müssen das nochmal inhaltlich prüfen, aber sonst können Sie das auch nochmal nachvollziehen, auf jeden Fall, wenn das möglich sein sollte. Aber wir haben noch Abschlussstatements von unseren Referenten hier vorbereitet, was Sie gerne auch den heutigen Teilnehmern mit auf den Weg geben möchten. Herr Lützenkirchen, möchten Sie anfangen? Ja, gerne. Ja, also es hat sich auch so ein bisschen in der Diskussion hier herausgestellt, dass wir mit der Branche IT ja irgendwie auch ein bisschen gesondert dastehen. Das ist ja auch scheinbar so und es gibt ja auch viele andere Branchen, die auch sich mit dem Thema auseinandersetzen. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, übergreifend kann ich nur mitgeben, auch immer versuchen, den Mitarbeiter so gut es geht, auch schon im Heimatland mit an Bord zu nehmen und auch dann in Deutschland. Ich glaube, das ist was ich wirklich auch teilen kann, dass es total wichtig und wertvoll ist, auch um später ein erfolgreiches Zusammenarbeiten zu ermöglichen und auch einfach, dass die Person, die auch wirklich da alle Zelte abbricht und nach Deutschland kommt, auch wirklich irgendwie Glück finden kann, glücklich sein kann und auch eben zufrieden sein kann und sich auch sozusagen freut, auch überhaupt diesen Schritt gegangen zu sein. Und ich glaube, da steht auch der Arbeitgeber mitten in der Verantwortung und das ist wirklich auch ganz, ganz wichtig, auch frühzeitig da wirklich schon in die Kommunikation zu gehen, den zukünftigen Mitarbeiter mit an Bord zu nehmen, was sind die Schritte, Prozesse und dann auch solange er es benötigt, zu begleiten. Dennoch will ich da auch sagen, dass man so ein bisschen die Balance halten sollte. Also es gibt auch Aufgaben, die der zukünftige Mitarbeiter dann auch oder die Mitarbeiterin auch alleine bewerkstelligen sollten, um auch ein Leben in Deutschland, ich sag mal in Anführungszeichen, zu lernen. Einfach auch die Behördengänge. Man sollte auch nicht alles organisieren für den Mitarbeiter, sondern ein Stück weit der Selbstständigkeit und ein Zurechtfinden in Deutschland. Das muss eben auch erlernt werden. Also man sollte das begleiten, aber ein Stück weit eben da so eine gesunde Balance halten. Genau. Ja, vielen Dank, auf jeden Fall. Da haben Sie auf jeden Fall recht. Frau Biswas, was möchten Sie noch heute als Abschlusswort sagen? Also mein Schluss, ich möchte sagen, dass diese beschleunigte Verkaufsverfahren hilft mir in meinem Fall sehr gut und ich kann meine Anreise von meinem Heimatland sehr gut planen und wie meine Ankunft in Deutschland. Und nach einem Jahr Zusammenarbeit kann ich definitiv sagen, dass das ist eine sehr hilfsbereiche Werkzeug für uns, die Kandidaten, die eine Gelegenheit in Ausland suchen und wie die Unternehmen, die internationale Kandidaten rekrutieren. Und die Arbeitsumfeld ist auch hier sehr angenehm und es freut mich, alles kennenzulernen und das ist eine sehr angenehme Erfahrung für mich. Das ist alles von meiner Seite. Dankeschön, alles. Ja, danke auch, dass Sie Ihre Erfahrungen geteilt haben und wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie es auch hier geschafft haben. Herr Dr. Rosenthal, was möchten Sie gerne noch den TeilnehmerInnen heute auf den Weg geben? Plakativ gesprochen, rennen Sie uns die Türen ein. Kommen Sie zu uns, lassen Sie sich beraten, wenn Sie tatsächlich sich mit dem Gedanken tragen, Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren, zu beschäftigen, wohlgemerkt im Inland zu beschäftigen.
Auch das ist noch ein eigenes Thema. Was mache ich zum Beispiel mit Heimarbeit oder Telearbeit, wenn ich jemanden in Deutschland beschäftige, der aber im Ausland dann tatsächlich arbeitet? Aber nichtsdestotrotz, der Herr Litzenkirchen hat es gerade gesagt, vergessen Sie Ihre Arbeitskraft nicht, wenn sie dann hier ist. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und der Fachkräftemangel ist mit Händen greifbar. Die Resonanz auf die tatsächlich rechtlichen Möglichkeiten ist aber noch überschaubar. Das wäre meine Aufforderung und meine Bitte, ändern Sie das. Stellen Sie die Anträge. Bevor da irgendwas schief geht, werden Sie umfassend informiert und nutzen Sie Informationsmöglichkeiten von allen Institutionen, die sich damit beschäftigen. Es sind viele Stellen eingerichtet worden, bundesübergreifend, länderübergreifend. Und ich finde, man sollte das tatsächlich mal ausprobieren. Ja. Vielen Dank. Das sehen wir auch genauso und auch von unserer Seite. Wir wollten Ihnen heute einen Einblick aus vielen verschiedenen Perspektiven geben, wie das beschleunigte Fachkräfteverfahren aus der Sicht der Fachkraft, aus der Arbeitgebersicht und auch aus Sicht der Behörde mit sich. Man sieht, es ist ein komplexer Prozess und Rekrutierung fängt nicht nur beim Antrag an, es endet auch nicht bei der Einreise. Die Integration ist auch ein wichtiger Beispiel, aber dieser Weg lohnt sich dauerhaft. Auch gerade in Angesicht der Fachkräftemangel. Wir sind wirklich gespannt, wie sich die Zukunft dahingehend weiterentwickeln wird. Wir freuen uns, dass Sie heute alle hier waren. Vielen Dank an die Referenten Herrn Litzenkirchen, an Frau Wilsworth und auch an Herrn Dr. Rosenthal, dass Sie uns da sich die Zeit genommen haben, uns alle Ihre Erfahrungen zu teilen. Wir wünschen Ihnen persönlich natürlich alles, alles Gute und wir hoffen auch, dass in der Behörde die Türen eingerannt werden, jetzt auch vielleicht dank dieser heutigen Webinar-Episode und auch vielen Dank an die TeilnehmerInnen, die jetzt so lange auch noch mit dabei geblieben sind. Das zeigt ja auch, wie wichtig und interessant das Thema ist. Und nochmals, Entschuldigung, dass wir leider nicht alle Fragen heute eingehen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine schöne Vorweihnachtszeit und bleiben Sie gesund. Sicher. Und auch vielen Dank an Frau Köbler, die den Chat gemanagt hat. Vielen Dank. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder bei Make It in Germany. Ach, und bevor ich es vergesse, die Geschichte von Frau Witzers und Herrn Litzenkirchen können Sie auch auf YouTube sehen. Wir haben hierzu auch Videos mit denen gedreht, wie der Rekrutierungsprozess funktioniert hat, wie der Onboarding-Prozess abgeht. Schauen Sie doch auf jeden Fall bei unserem YouTube-Kanal nochmal rein. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke sehr. Tschüss. Tschüss.